Ja, und damit herzlich willkommen zur 67. Folge der Schwarzen Fahne. Das ist Folge 68. Ja, scheiße. Okay, ich nehme. Ja, gut, das lass es mal so drin. Das ist perfekt. Nee. Jedenfalls haben wir ja ein paar Themenvorschläge von euch bekommen. Tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit. Irgendwie vor so einer halben Stunde oder so zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und einer hat geschrieben: Echauffiert euch bitte über banale Sachen, ja? Und ich denke, das ist das ideale Thema, ja? Eines dazu wäre ja zum Beispiel Chris Chan oder Chan oder wie man das auch immer ausspricht. Also, damit gleich direkt dieses Thema gedisst. Und zwar gibt es ja da anscheinend so einen Amerikaner, glaube ich, der so ein YouTuber auch ist. Ja, ja. Ist halt seit. Also keine Ahnung, es gibt halt wirklich so eine 60-teilige Doku zu dem Typen, den irgend so ein Typ auf YouTube gemacht hat. Aber so TLDA, das ist halt so ein, also ja, hochfunktionaler Autist, ein Diagnostizierter, nicht nur immer rumgeworfen, das als Diagnose sozusagen. Und der, keine Ahnung, der hat halt irgendwie so Anfang der 2000er halt, auf der einen Seite ist er seinem Community College geflogen, weil der halt irgendwie so Zettel an die Wand gemalt hat, wo drauf stand, hier will jemand meine Freundin werden und so weiter, und dann sich irgendwie mit den Leitern von dem Ding gestritten hat. Auf der anderen Seite hat er halt angefangen, so einen Comic zu malen mit so Filzstiften. Also ist alles auf nicht gerade hohem künstlerischen Niveau. Der Sonichu hieß, also eine Kombination aus Sonic und Pikachu. Und also, ich dachte Sonic und was anderem. Achso, ja, nee, das ist eine andere Sache. Und da hat es dann angefangen, dass Leute auf ihn aufmerksam geworden sind und eben 4chan und dann später Kiwi Farms oder später gab es auch ein eigenes Wiki über ihn, so auf ihn aufmerksam geworden sind und quasi so eine Art Drachengame, bevor es das Drachengame gab, gestartet haben. Also man hat versucht, ihn aufgrund seines Autismus zu verarschen, hat dann auch das gleiche gemacht, wie später im Drachenlord im deutschen, ja, Raum, ihm also so Frauen zugewiesen, die dann ihn verarscht haben und ihn gezwungen haben, peinliche Sachen zu machen, unter anderem halt so Videos, wie er sich einen runterholt oder sowas, also ins Internet zu stellen und so weiter. Und der Typ ist dadurch, und auch weil er sehr viel über seine eigene, also sehr viel selbst, also erzählt hat von seinem eigenen Leben, ist auch so bekannt unter dem Titel so der am meisten erforschte Mensch der Welt oder am meisten bekannte Mensch der Welt, weil wirklich so gut wie alles über sein Privatleben von seiner Geburt bis heute mehr oder weniger bekannt ist. Und Anfang der 2010er ist er dann zur Transmensch geworden. Also der hat sich eine Perücke aufgesetzt und ich weiß nicht. You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Genau, ja. Und ist dann, also das ist ganz lustig, weil es ist dann auch so ein bisschen reingerutscht in dieses ganze Trump-Ding, weil als Transmensch ist er dann natürlich Hillary gewesen und hat dann auch so Videos aufgenommen, die dann auch von Fox News und von Alex Jones mit aufgepickt worden sind, wo er gesagt hat, so jemand sollte mal Trump erschießen und sowas und was weiß ich für Eskapaden da noch sich gegönnt hat. Und jetzt hat er halt Leuten eine Sprachnachricht geschickt, wo er zugegeben hat, dass er mit seiner Mutter Geschlechtsverkehr betrieben hat. Das Ding ist, das ist ja nicht nur Inzest, was an sich schon abartig ist, sondern dazu kommt noch, dass die Mutter über 80 ist und dement. Und natürlich körperlich sehr, also sehr schwach. Aber eine weitere Frage, weil du jetzt gesagt hast, Inzest ist abartig. Wir kommen ja später auch noch drauf auf den juristischen, sage ich mal, Standpunkt oder Faktor, der natürlich dann eben, wie du es jetzt sagst, durch die mögliche Vergewaltigung und so weiter noch reinkommt. Aber Inzest müsste an sich ja auch schon teilweise, zumindest in manchen Staaten, denke ich mal, in Amerika illegal sein. Das Ding ist, dass in Virginia es keine Regelung gibt, die Inzest zwischen Tochter und Mutter verbietet. Nur zwischen Sohn und Sohn und Mutter. Wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Ja, ich nehme mal an, das hat was damit zu tun, dass halt da sowieso dass keine Kinder entstehen können. So, ja. Kann ich mir vorstellen. Aber auf jeden Fall, das könnte noch interessant werden, in dem Sinne, dass halt ja
Chris Chan oder Christian Weston Chandler, wie er ja heißt, eine Transperson ist. So, also der identifiziert sich ja selbst als Frau. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er dort unten schon rumgeschnippelt hat. Da bin ich nicht zu tief im Chris-Chan-Game drin. Aber das ist natürlich eine Regelung, die vielleicht sogar vor dem Supreme Court landen könnte. Weil es eben diesen Präzedenzfall, dass jemand, der als biologischer Mann dann in diese weibliche, also sich als Frau identifiziert und dann halt in einem Staat, wo es keine Inzestregelung für Mutter-Tochter-Beziehungen gibt, das ist eben was völlig Neues. So, das wird nochmal vielleicht interessant, obwohl ich auch gestern gesehen habe, dass der Chris Chan zumindest vorläufig in ein Männergefängnis eingeliefert worden ist und nicht in ein Frauengefängnis. Ja. Das Ding ist auch, er wird hier, also die Inzest ist es eben, was ihn ins Gefängnis gebracht hat, tatsächlich. Also, wie ich das hier lese, also Tris Chan, bla bla bla, charged with Inzest, ja. Es geht jetzt nicht mal darum, dass das Vergewaltigung zum Beispiel war. Wobei es natürlich so gesehen, ja. Ich meine, es ist auch vollkommen irrelevant, meiner Meinung nach. Also juristisch gesehen natürlich nicht, aber moralisch und so weiter, wenn man so will. Also, selbst wenn die Mutter da jetzt zugestimmt hätte oder so, weiß jetzt nicht, ob es das besser macht. Andererseits, der Typ ist ja selber scheinbar nicht gerade zurechnungsfähig. Was Das natürlich weiß auch ich nicht, immer so inwiefern eine. er überhaupt Ja. zurechnungsfähig ist, aber bisher gab es, also der Typ hat zum Beispiel, soweit ich das weiß, keinen Betreuer. Also scheint er ja nicht als Ist unzurechnungsfähig nicht zu gelten vom entmündigt. Gesetz. Das ist wohl richtig. Andererseits, das ist auch immer so das Ding, oft wird so diese Unzurechnungsfähigkeit und so weiter oder teilweise werden halt so Sachen genutzt, um dann irgendwie die Schuld zu mindern und so weiter. Zum Beispiel bei dem Typen in Würzburg, der jetzt in die Psycho, also bei dem, Messermann. ja, Messermann, der dann eben entsprechend gemessert hat, der dann in die Psychiatrie kommt und so weiter, weil das ja kein Verbrecher, sondern psychisch gestört ist oder wie auch immer. Also meiner Meinung nach ist das jetzt nicht so, dass das irgendwie Leute entlastet, nur weil sie selbst nicht Herr ihrer, was auch immer, Sinne sind. Keine Ahnung, wie man das nennen will. Ja. Aber Gut, es wie geht auch gesagt, immer halt von vor allem, Ausrüst. weil es eben auch darum geht, dass die Personen ja trotzdem eine Gefahr für die Gesellschaft sind. Ja, eben. Das geht immer nur davon aus, von dieser Frage, gibt es einen freien Willen? Und dann wird eben gesagt, ja, bis auf diese und diese Leute. Und man ist quasi nur schuldfähig, wenn man überhaupt einen freien Willen hat, der sozusagen zum Guten fähig wäre, aber dann eben Böses tut. So, anstatt eben der Regelung nachzugehen, wer eine Gefahr für die Gesellschaft ist, der muss eben dazu gebracht werden, keine Gefahr mehr für die Gesellschaft zu sein, egal wie das nun genau aussehen soll. Genau, ja. Ich meine, ist jetzt nicht nur am Rande zusammenhängt mit dem Fall natürlich. Das war jetzt eine allgemeine Feststellung. Aber ja, gut, das Ding ist halt, das kann man mal beobachten theoretisch, wobei ich glaube, dass wir das bestimmt auf den einen oder anderen Weg mitbekommen werden, was dann da das Supreme Court, also quasi das Verfassungsgericht in Amerika, kann man sagen, eben festlegt oder urteilt. Aber ja, ich glaube, dass das, wenn das soweit ist, sowieso nicht mehr so groß in den Medien sein wird wie jetzt der Fall, sage ich jetzt mal. Mal sehen. Also das Ding ist halt, dass ich da wieder, also dieser Fall Chris Chan wäre ja vor 10 Jahren noch was gewesen, wo alle drüber gelacht hätten, weil einfach irgend so ein Spasti, der halt Scheiße baut und mega behindert ist und dann halt Inzest mit seiner Mutter betreibt oder so. Aber jetzt ist es wirklich so, dass es in Amerika wieder sehr polarisiert ist. Also zum Beispiel, wollte mich gestern mal wieder ein bisschen schlau machen zu dem Fall. Und eine der ersten Seiten, die da aufploppt, ist natürlich Reddit. So, und ich bin jetzt nicht auf Reddit gegangen, aber habe dort schon die Überschrift gesehen, wo Leute dann geschrieben haben, Why are people misgendering Chris Chan? Also, das reiht sich schon wieder ein in diesen Kulturkampf, der da geführt wird. Ja, Obwohl das ich ist jetzt so nicht wie weiß, dieses, Also ich weiß nicht, wie das Leuten auf der, selbst die Leute, die aus dieser intersektionellen Linken kommen oder selbst Transen sind, wie das denen hilft, sich mit Chris Chan zu assoziieren. Also mit einem Typen, der, also so gut wie alles,
was man im Leben falsch machen kann, falsch gemacht hat. Jemanden, der sich seit fast 20 Jahren ins Internet stellt und selbst lächerlich macht. Jemand, der fast schon mal einen Typen im Auto überfahren hat. Jemand, der jetzt in den Medien ist dafür, dass er Sex mit seiner Mutter hat und sie dazu gezwungen hat. Dass die schon wieder, also diese Leute sind einfach in ihrem religiösen Wahn so drin, dass die nicht verstehen, dass es, glaube ich, nicht das Beste ist, im Kulturkampf anzuführen, wir sind auf der Seite von diesem wahnsinnigen Autisten, der gerade seine Mutter vergewaltigt hat. Ja, jetzt ist wie dieser Screenshot, den es da gibt, ja, irgendwie, dass jemand ein Kind oder so vergewaltigt hat, ich weiß gar nicht genau, was es war, und das war halt auch eine Trans-Person, ja, und dann kam da so der Kommentar, ja, sie war das und nicht er, ja, nur weil er etwas Schlechtes, oder sie etwas Schlechtes gemacht hat, heißt das nicht, dass wir sie misgendern müssen. Oder halt, oder wie sagt man da, misgendern, fehl, falsch, Ja, Missstände, genau. disgendern, ja. Also, ist schon interessant, ja. Dass das sozusagen da drüber steht. Aber wie du es schon gesagt hast, das wäre vor so und so vielen Jahren noch anders gewesen. Ist auch interessant, wie dann die Prioritäten eben gesetzt werden, dass das so das Wichtige bei dieser Geschichte ist, so, dass es halt da ja sich um eine Transperson eben handelt. Ich mein, wir dürfen jetzt auch nicht zu tief, glaube ich, ins Detail gehen, um hier wieder nicht die Folge zu gefährden, ja. Um nicht der Zensur anheimzufallen, sozusagen, der internen. Und der Punkt ist halt so, wahrscheinlich hättest du früher sogar irgendwie diese Transsexualität, kann ich mir vorstellen, als Anhaltspunkt dafür genommen, dass die Person eben nicht zurechnungsfähig ist. Und heute ist es halt ganz normal, ja. Ja, also gut, das ist glaube ich schon ein bisschen her, dass das so interpretiert worden ist, folglich. Ja, ich bin halt. Old School, ja. Naja, gut, dann suchen wir uns mal das nächste Thema raus. Auf Telegram hat einer noch über Defetismus geschrieben, da habe ich halt gefragt, ja gut, was für Defetismus und so, und dann, ja, man sieht also nur Black Pills, wo sind die White Pills und so weiter. Ja, es gibt keine. Die kurze Ja, Antwort. ich weiß auch nicht, was die Leute hören wollen. Die Situation ist halt beschissen, aber das heißt ja nicht, dass man plötzlich aufhört, so. Ja, Also. vor allem, wie gesagt, klar, das ist das Nächste. Black Pill und Defetismus sind zwei Paar Schuhe. Defetismus würde ja bedeuten, okay, ja, wir geben auf, so ungefähr, ja. Und eine Black Pill ist halt einfach nur feststellen, wie scheiße es ist. Die Black Pill ist ja bekanntlich festzustellen, auf welcher Seite der Bell Curve man ist und dass man in der Unterzahl ist, ja. Ich bin auf der linken Seite. Dass man in der Mitte oben sitzt. Ja, genau. No. Ich bin King of the Hill, der Bell Curve. Ja, Naja, und also. das Ding ist halt, das ist das Nächste. Das ist so, ja, wo sind die White Pills? Also, wenn es halt keine, ich sag mal, ehrlichen White Pills gibt und man sich dann irgendwie was ausdenken müsste, so nach dem Motto, Trump sitzt im Weißen Haus, dann müsste man die Leute halt anlügen und das ist halt genauso wenig wert. Ja, Das wären dann ich halt so die verstehe auch gar nicht Durchhalteparolen an den den. Endsieg so ungefähr, der halt nicht kommen wird. Ja, ich verstehe den Appeal davon auch nicht so wirklich, immer nach White Pills zu schreien, ja. Das ist aber wahrscheinlich auch so ein Teil so geschuldet daran, dass viele halt kein wirkliches Privatleben haben, ja. Die haben sich halt nicht zu kümmern darum, irgendwie ihren Beruf nachzugehen oder ihre Ausbildung zu machen oder, weiß ich, eine Familie zu haben oder Freunde im echten Leben, sondern die hängen halt vor ihrem Oder Rechner und selbst das Studium. Einzige, Wäre da ja, noch oder, was. Und wenn man sich zumindest, das also, ist ja das Nächste, das Studium, wenn du dich halt, sage ich mal, mehr oder weniger ernsthaft um ein Studium kümmerst, dann brauchst du da auch nicht so ewig, wie manche Leute, glaube ich, teilweise für ihr Studium brauchen. Das ist ja auch eine interessante Sache teilweise. Aber gut, ja, das ist wieder aber ja, Studentenbashing. also Studium kann das auch sein. Aber also so eure Großväter, eure Urgroßväter haben halt den Zusammenbruch 45 durchgemacht. Und eure Ur-Urgroßväter haben halt den Zusammenbruch 1918 durchgemacht. Und die mussten auch nicht immer sagen, oh, wo ist jetzt die White Pill, wo ist jetzt die White Pill? So, sondern die haben es auch irgendwie hingekriegt, sich nicht umzubringen, sonst wäre der ja heute nicht da. So. Und das ist, glaube ich. Also genug gesagt, so. Das Leben kommt halt, wie es kommt, so. Und im Zweifelsfall setzt man sich halt selber dran, was zu verändern, aber man soll jetzt nicht immer schreien, warum kommt jetzt nicht plötzlich magisch eine Veränderung, die besser für mich ist, so. Wann kommen die Reichsflugscheiben, ist die wichtige Ja. Frage, ja. Aber deswegen hat die Bundeswehr jetzt das Weltraumkommando gegründet, um dann eben da auch eine Gegenkraft also stellen zu können.
Genau, um sich gegen die Reichsflugscheiben zu stellen. Ich weiß nicht, ob das schon irgendwann mal in einer Folge von uns angesprochen worden ist. Also, Weltraumkommando, wenn ich dabei ist. Weltraumkommando wurde, glaube ich, schon angesprochen, wenn ich mich nicht irre. Aber vielleicht sogar in der letzten Folge, die jetzt noch gar nicht veröffentlicht wurde, weil Bosnien-Herzegowina aktuell Noch auf der Landkarte noch zu finden ist, existiert, ja. ja, genau, ja. Naja, wobei, ich weiß nicht, hast du ein paar originelle Takes zum Weltraumkommando? Ich könnte halt nur sagen, dass halt die Bundeswehr im jetzigen Zustand halt nicht in der Lage sein wird, irgendwie so eine coole Space Force aufzubauen. Ja. Und dass das höchstens ein paar Satelliten umfassen wird, die wahrscheinlich dann für die Amis irgendwie so Bilder von irgendwelchen Ländern machen werden, wo dann die Amis mit Drohnen oder im Zweifelsfall später mit Weltraumwaffen Bombardements starten. Also das ist höchstens das, was passieren wird, Ja. faktisch gesehen. Das Ding ist halt, ich meine, klar, die Bundeswehr postet viel Cringe, wenn man so will. Und da haben wir, glaube ich, auch in der Bundeswehr-Folge drüber gesprochen. Witzigerweise kommt ja immer neuer Stoff nach zur Bundeswehr. Also egal, wann natürlich auch wir dazu aufnehmen. Aber ich finde das Weltraumkommando jetzt an sich, das ist jetzt, Weltraumkommando, das klingt schon lustig, ja, wenn, während man Panzerkommandant nicht mehr sagen darf, ja. Sondern Teamleitung Panzertruppe bekanntlich. Und an sich natürlich eine interessante Idee und finde es auch wichtig, dass die Bundeswehr bei sowas natürlich sich nicht abhängen lässt oder dass Deutschland in dem Sinne sich nicht abhängen lässt. Wenn man jetzt also aus einer wie soll ich sagen, aus einer nicht staatshassenden Logik argumentiert. So à la eine rechtere BRD wäre auch okay. Und das ist ja das Nächste. Auch Stichwort Defätismus. Einer hat auch irgendwie geschrieben, Populismus oder so. Gut, das hängt jetzt damit nicht zusammen, aber das ist noch ein Gedanke, den ich hatte. Weil du hast ja immer so diese Über-Edge-Lords, die so sagen, alles oder nichts so ungefähr, nur die reine Lehre und wie soll ich sagen? Purity Spiraling, keine Ahnung. An sich ist es ja schön und gut. Können die Leute ja gerne vertreten. Meistens gehen sie halt da mit anderen Leuten auf den Sack, die eben nicht diesen Kommentarspalten-Autismus anheimgefallen sind und überall ihre scheiß Meinung verbreiten. Was halt zum einen daran liegt, dass die Leute vielleicht ein bisschen relevanter sind als eben ja, die Kritiker, ja. Und zum anderen halt daran liegt, dass es eben nicht nur in Schwarz und Weiß die Welt funktioniert. Du hast es, glaube ich, schon mal irgendwie geschrieben. Also eine rechtere BRD wäre jetzt nichts, was irgendwie so sch unbedingt schlecht wäre, ja. Ja, also ich sage das ja mal wieder, also wenn jetzt, sage ich mal, Merz Kanzler geworden wäre oder jetzt der CDU-Kandidat fürs Kanzleramt wäre, der wäre gewählt oder würde gewählt werden im September und dann hat man halt so eine etwas rechtere CDU, die dann, also die steht eben vor Sachzwängen, ja. Also entweder sie setzt so ein bisschen konservativ tieferes Programm um, die Bundeswehr wird wieder ein bisschen aufgerüstet, die Migration wird schon zurückgefahren, die Wirtschaft wird wieder ein bisschen angekuppelt, was ja alles gute Dinge sind. So, dann öffnen sich auch für uns wieder Möglichkeiten. Man gewinnt sozusagen Zeit, wenn man das in diesem Countdown-Sinne sehen will, wie es ja einige tun. Auf der anderen Seite, wenn sie das nicht tut, dann treibt sie der AfD die Leute, also die Leute in die AfD hinein. Weil die Leute eben merken, selbst der rechteste CDU-Kandidat ist nicht das, was uns was bringt. Und auf der anderen Seite, also stellen wir uns mal vor, dass halt so eine Regierung oder auch so eine CDU-AfD-Koalition oder sowas an die Macht kommen würde, die würden natürlich auch viel Schwachsinn machen. Aber was sie halt machen würden, ist auch eben diese linken Fördertöpfe wahrscheinlich. Also wenn sie es durchziehen würden, dann sollten diese linken Fördertöpfe abstellen. Und natürlich Leute, die eher aus unserem Bereich kommen, in die Nähe des Staates bringen. Also in Staatssekretärsposten, vielleicht sogar Ministerposten. Stiftungen würden gefördert werden, die aus unserem Bereich kommen. Also bei der Auswahl von Hochschulprofessoren würde man den Vorrang kriegen und so weiter und so fort. Oder auch, weiß nicht, zum Beispiel das einzig Gute, was der Kretschmer oder Kretschmann, weiß gar Gibt nicht, beides, kommt drauf was an, von Kretschmar welchem oder Bundesland redest du der jetzt? Sachsen, der Das Sachsen ist ja sind. Kretschmer, glaube ich, also Kretschmer. Kretschmer. Kretschmann ist in Baden-Württemberg, ja. Genau, was der Beide Gutes CDU. gemacht hat. Und ich meine,
Das ist quasi eine Kleiner etwas Jukus. rechtere CDU, weil es halt die CDU Sachsen ist, auch wenn der Kretschmer an sich weder Sachse ist, noch wirklich das gemacht hat, was die CDU-Leute in Sachsen wollen. Aber das, was der zum Beispiel gemacht hat, ist, dass er, nachdem er an die Macht gekommen ist, obwohl er mit den Grünen koaliert hat, wurde eine Soko links aufgestellt, die relativ erfolgreich, natürlich für BRD-Verhältnisse, natürlich für Verhältnisse, wo heutzutage die Linken die gesamte Medienmacht besitzen und deshalb es relativ schwierig wird, sag ich mal, solche Sachen wirklich durchzuziehen. Also relativ gut den Linken in Connewitz zum Beispiel auf die Nerven geht. Die können jetzt nicht mehr machen, was sie wollen. Oder wie heißt du nochmal, der CDU-Herr aus Sachsen-Anhalt? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Der Also Ministerpräsident. unrelevante Wie heißt Länder, ey. Ich habe es ja neulich erst gehört, aber sowas Wir vergisst hatten man ja ja mal auch eine wieder. Folge drüber gemacht, so, Ich also. möchte jetzt aber dir nochmal dich countersignalen sozusagen und der Ausgewogenheit halber sagen, an sich stimmt es zwar, andererseits könnte es wiederum bedeuten, dass es so Augenwischerei ist. Und Phase noch, man Phase noch. sagt praktisch, Apase, wie Kase? Kase? Haseloff. Ah ja, ach genau, ja klar, David Hasselhoff. Ja, genau. Was ich aber jetzt noch sagen wollte, oder bring erst mal deinen Take zum Haseloff her. Ja, oder was halt die natürlich unter immer muss man das denken unter dem Druck der AfD, die natürlich gerade im Osten der CDU Konkurrenz macht. Das darf man nicht vergessen, das will ich auch gar nicht unterschlagen. Aber was der CDU-Ministerpräsident Haseloff unter Druck der AfD gemacht hat, ist, dass die CDU in Sachsen-Anhalt zusammen mit der AfD eine Mehrheit hat und dort als einziges Bundesland ein Veto eingelegt hat gegen die Erhöhung der Rundfunkbeiträge. Ist jetzt natürlich gekippt, weil der Bundesverfassungsgerichtshof aus Leuten besteht, die entweder regierungsnah sind oder Leuten, die links der Regierung stehen und deshalb natürlich auf der Seite der Öffentlich-Rechtlichen sind. Aber es ist schon mal ein Zeichen und das ist schon mal politische Arbeit, die zumindest in unsere Richtung geht. Ich will da Realpolitischer auch nicht Erfolg irgendwie die CDU sozusagen. groß verteidigen, nur ich sag mal, bei allen, also bei den vielen Leuten, die irgendwie Akzelerationismus fordern, ist es halt so, dass sie oft nicht die praktischen Konsequenzen verstehen davon, einen CDU-Ministerpräsidenten durch einen Grünen auszutauschen, weil das wird dann immer ungemütlich für uns. Vor allem Akzelerationismus, also um, wie gesagt, um jetzt mal deine Position zu countersignalen und man könnte sagen, okay, zum einen wäre es dann wieder Bauernfängerei, Augenwischerei, weil die CDU-Leute eben nur so sogenannte halbe oder wie auch immer, also die blinken rechts und biegen links ab, sagt man ja immer. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit richtig. Ich höre auch oft genug von Leuten, die sich halt jetzt nicht sonderlich mit Österreich beschäftigen, wirklich so Boomer-Leute und so weiter, dass die halt kurz brutal abfeiern und so weiter. Und wahrscheinlich wäre das auch dann so eine Richtung, in die es in Deutschland gehen würde, kann ich mir vorstellen. Der ja selbst mit den Grünen regiert und die Grünen da teilweise so für gegen Migration und so weiter, gegen irgendwelche Flüchtlinge stimmen, ja, was auch ganz amüsant ist eigentlich. Und es ist eben so, dass man sagen könnte, okay, es wäre sozusagen nur eine langsamere Abwärtsspirale unter der CDU, aber eben eine angenehmere sozusagen und damit dann wiederum eine problematischere, weil sie dann eher akzeptiert werden würde. Ja, das Problem ist halt nur, dass halt so eine langsamere Abwärtsspirale, das klingt immer so schlimm, natürlich, weil es klingt so nach langsamem Zerfall und so weiter. Das heißt aber auch, dass mehr Möglichkeiten offen stehen. So, man stelle sich halt vor, jetzt kommt die Baerbock, kommt an die Macht und sozusagen dieser NWO-Kurs wird sozusagen durchgezogen. Also offene Grenzen für immer. 10 Millionen Leute pro Jahr rein, so gefühlt so. 150% Steuern, so auf alles, was nicht grüne Technologie ist. Bundeswehr wird abgeschafft oder nur noch mit Transenoffizieren besetzt. Und dich mal Weiß nicht. zu nochmal dir zuzustimmen. Das Problem ist, die Leute, die so Akzelerationismus und so weiter, dann auch gerade so aller, wir wählen jetzt die Grünen aus Akzelerationismus, hier weißt schon, aus Beschleunigung, ist halt komplett bescheuert, weil zum einen die Leute wählen die Grünen und freuen sich, wenn hier Sodom und Gomorra herrscht, ja, das ist denen dann egal, ob hier, wie das die Zustände sind, die du beschrieben hast.
So, das wird die Leute nicht irgendwie radikalisieren in irgendeine Richtung oder so, außer vielleicht in eine noch bescheuertere Richtung, weil dann die Grünen irgendwie ihr Einwanderungs-, Umwelt- und sonst was Bildungsministerium besetzen, ja? Und dann die nächste Generation noch verstrahlter sein wird. Und das nächste ist halt, es ist halt sozusagen Akzelerationismus gegen uns und Ja. nicht gegen sonst irgendwas. Der Staat Das wird darunter nicht ist halt, untergehen. genau, das ist halt das Ding so. Akzelerieren kann man, um das ganz neutral zu sagen, akzelerieren kann man eine Situation, wenn man ein berechenbares Risiko hat und sich sicher sein kann, dass man der Stärkere in dieser Situation ist. Also, dass man die aufkommenden Gefahren für sich nutzbar machen kann. Nun ist es aber so, wenn du als Kulake 1932 in der Ukraine sitzt, dann solltest du nicht fordern, dass die Kollektivierung der Landwirtschaft akzeleriert wird, weil es damit enden wird, dass du entweder verhungerst oder halt eine Kugel in den Kopf kriegst. Also das kann man halt nicht betreiben, wenn man zumindest große Teile des Staatsapparates in den meisten Bundesländern und natürlich auch die Bundesregierung gegen einen hat. Und wenn diejenigen an den Schalthebeln setzen, die im Zweifelsfalle bei einer Akzelerierung der Lage, das heißt, die gesellschaftliche Situation verschlechtert sich. Das heißt, es treten vielleicht bürgerkriegsähnliche Zustände auf. Das heißt, was weiß ich, es gibt stärkere politische Auseinandersetzungen. Die Leute sitzen doch an den Hebeln der Macht. Und was würden denn die Leute von Merkel oder Lindner bis zu den Grünen und bis zur Linkspartei machen, wenn die in solch einer Situation an den Schalthebeln der Macht sitzen? Na, die würden uns halt alle in Lager sperren. So, also jeder vom Werteunionler bis zu dem Typen, der Lübcke irgendwie eine Kugel in den Kopf geballert hat, die würden alle in Lagern verschwinden. Egal, ob sie nun wirklich Neonazis sind oder auch nur der gemäßigtere Konservative. Weil eben die Klar. Linken dieses Lager als Gegnerlager in dieser vorgestellten Sieht man ja oft Bürgerkriegssituation genug, ja. ansehen. Also es gibt ja nicht nur Fuck-AfD-Aufkleber zum Beispiel, sondern auch sowas wie Fuck-CDU oder so, ja. Also allein schon, dass so Leute wie Wagenknecht von der Antifa eine Torte ins Gesicht bekommen, sagt halt eigentlich schon, wie ernst die links stehenden Leute das nehmen mit dem Sprichwort oder nicht Sprichwort, also mit dem Motto, kein Millimeter nach rechts, beziehungsweise hier kein Fuß bei dem Faschismus und so weiter. Ja, Und, oder Laschet und ja. irgendwie seine mittigsten Mitte-CDU-Leute werden schon quasi als Faschisten wahrgenommen und als Türöffner der AfD. Und die FDP ist ja seit Kemmerich spätestens wieder so in dem Ruf, irgendwie die krasseste Nazi-Partei zu sein, obwohl irgendwie die Jugendorganisation der FDP will, dass das Inzest legalisiert wird und eigentlich das gesamte linke Programm mitträgt, aber sagt, der Markt regelt das besser als staatliche Anweisungen. Sollpatz Also, auch getriggert. ja. Das ist der Grund, warum Sollpatz gegen die CDU sind, ja. Weil es Faschisten sind. Falls Faschisten sind. Und was ich jetzt noch ergänzen wollte, die Leute fantasieren ja oft auch oder argumentieren oder was auch immer, ziehen Parallelen zur Weimarer Zeit und so weiter. Was vielleicht teilweise gar nicht so ahistorisch ist, ja, aber du hast es vorhin mit den Schalthebeln der Macht und so weiter gesagt, ja. Was wäre denn in so einer Situation? Wird es dann auch einen Stahlhelm geben oder irgendwelche Frontkämpfer oder was auch immer, die halt nicht nur zur Rotfront gehen, so ungefähr, sondern halt auch zu anderen Organisationen. Ja, Und wie du es auch, der glaube ich, schon Vergleich mal mit. in der Vergangenheit gesagt hast und angemerkt hast, damals gab es halt auch einen Staatsapparat und einen ja, Justizapparat und so weiter, der teilweise eben auch noch rechte Positionen Ja, vertreten eben. hat. Also die Situation in Weimar ist am ehesten zu vergleichen mit dem, was sich diese QAnon-Leute vorstellen. Das heißt, es gibt so sozusagen zwei Deep States, die gegeneinander arbeiten. Und das eine sind eben diese nationalgesinnten alten Eliten, die halt aus dem Kaiserreich kommen und die eben noch in Militär, Polizei, Verwaltung, Justiz, Schulwesen und so weiter sitzen und auch stark in der Wirtschaft vertreten sind und die sich eigentlich wünschen, wir wollen irgendwie weg von dem, was gerade ist. Ja, wir wollen nicht den Versailler Vertrag, wir wollen nicht diese demokratische Republik, die völlig dysfunktional ist, wir wollen nicht die Kommunisten und die Sozialdemokraten, die uns sozusagen am Stuhl sägen.
Und deshalb eben diese Massenbewegung, diese nationalistischen, egal ob das am Anfang so die Deutschnationalen sind oder später auch die Nationalsozialisten eben unterstützen, um eine linke Machtübernahme, also eine völlige linke Machtübernahme in Deutschland zu verhindern. Und auf der anderen Seite hat man eben diesen demokratisch, also linksliberal bis kommunistisch gesinnten Flügel, der sozusagen dagegen arbeitet. Aber die Situation haben wir nicht in Deutschland. Welche Behörde ist denn wirklich auf Seite der Rechten? Ja, das gibt es einfach gar nicht. Das ist eher vergleichbar mit, ich hatte das ja schon vor 2 Folgen mal gesagt, mit der Situation in Spanien höchstens vor dem Bürgerkrieg, wo halt der gesamte Staat eigentlich links getrimmt war, bis auf Teile der Armee. So. Und bis auf, es gab dann auch noch ein paar rechte Parteien und ein paar rechte Milizen so. Bei der Armee sind sie auch schon fleißig dabei, das zu ändern, Genau, ja. bei der Armee versuchen sie eben auch, gerade eben, weil ich glaube ja, ich habe ja immer noch die Vermutung, dass halt zumindest Teile des Machtapparats denken, dass es wirklich auf so eine Zuspitzung hinausläuft, obwohl ja gar kein Anlass dazu gegeben. Da ich jetzt gerade aufnehme, ich höre Torben gerade nicht mehr. Ach so. Naja gut, ich rede einfach mal selber weiter. Ja, dass es eben Anlass dazu gibt, dass es so eine Zuspitzung gibt und so weiter und dass es Verwerfungen oder Probleme mit Militär geben könnte. Mein Take dazu, ja, das kann ich endlich mal ungestört reden, ist natürlich auch, dass man das teilweise ja schon hatte, mit zum Beispiel dem KSK und so weiter. Ich bin zwar immer noch so halb am Leugnen, was das angeht, so dass die halt irgendeine Liste hatten, wo dann irgendwelche solche zweitrangigen linke Politiker draufstehen. Weißt du, da hätten, erstens mal, für sowas braucht man keine Liste. Und zweitens mal, da kann ich auch, wenn ich schon eine Liste mache, ein paar wichtigere Personen vielleicht aufschreiben. Ja. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Du weißt, was ich meine hier, diese KSK-Schattenarmee und so weiter. Ja, Hannibal, irgendwas, bla bla bla. Ja, das ist halt genauso wenig ernst zu nehmen wie auch diese Sache mit dem SEK jetzt, ja, wo dann irgendwie die Leute gefeuert worden sind und Ja. dann das ganze SEK Frankfurt Also vor aufgelöst drei worden ist. Jahren mal so irgendwie Irgendwie das schnellste Asylverfahren der Welt wie gepostet wurde oder so. irgendwie ein Bild von einem Wehrmachtssoldaten und eine Klimmzugstange irgendwie von einem Bild von einem gefallenen Kameraden, der halt im Einsatz gestorben ist. So. Das waren dann die Jo. Anhaltspunkte. Ach so, das ist schon Also hart. das Einzige, was daraus kommen kann, ist halt, dass es immer mehr Elitesoldaten jetzt gibt, die halt wirklich entlassen werden. Wegen so Scheißdreck. Weil die Linken halt durchdrehen und weil es nicht mehr genug konservative CDU-Politiker gibt, die Zugang zu diesen Behörden haben, um den Leuten halt zu sagen, das wäre eine schlechte Idee, diese hoch ausgebildeten Elitesoldaten, die 10, 15 Jahre ihren Kopf für dieses Land hingehalten haben, jetzt wegen solchen Scheißdreck zu entlassen, weil die dann wirklich durchdrehen könnten. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was daraus kommen könnte, ist halt, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht wirklich ein paar Anschläge von diesen Leuten sehen, weil die halt sehen, ich habe meine Gesundheit hingehalten, ich war bei den ersten 10 Geburtstagen von meinem Sohn nicht dabei, ich war die ganze Zeit abrufbereit, habe dort meine körperliche Gesundheit und mein Leben riskiert für diesen Staat, nur damit er mich rauswirft, weil ich irgendwo mal ein Bild von einem Wehrmachtssoldaten gepostet habe oder weil wir. Also bei dem SEK war es ja so, irgendwie, oh wow, die haben ihre Einsatzstiefel halt in ihren Büros trocknen lassen. Und das war eine der Sachen, die Was, was? angeführt wurde für eine toxische, keine Ahnung, Elite-Verbandskultur oder sowas in diesem SEK. Das habe ich noch nicht gehört, aber das klingt schon sehr gut, ja. Da merkt man aber auch wieder, dass halt dieser Staat insoweit, also wirklich Das ist an halt auch, Charakter glaube ich, verloren hat, diese. an Persönlichkeiten verloren hat, die überhaupt einstehen können, weil, also, dass halt wirklich niemand, der in diesen Ministerien sitzt, in diesen Polizeiministerien und auch im Bundesministerium für Verteidigung, niemand, der irgendwas dort groß zu sagen hat, hatte jemals mal Berührungspunkte damit, was es überhaupt heißt, ein Soldat zu sein oder Teil der Sicherheitskräfte zu sein. Weil ich meine, wenn schon angeführt wird, dass diese Ja, Leute klar. ihre Scheiß-Einsatzstiefel, also was sollen sie denn machen? Sollen sie mit ihren durchgeschwitzten Socken dann wieder zum Einsatz gehen oder mit nassen Schuhen dann? Die Also. letzten beiden Verteidigungsministerinnen, sagen wir es mal so, waren halt einfach, ich behaupte mal, stark ungediente. Ich weiß es nicht Ja, die waren hundertprozentig, aber ungediente. ich weiß es, ja, ohne es zu Also wissen. ich würde sogar behaupten, die Mehrzahl der Verteidigungsminister waren Ich meine, ungediente, Gutenberg, der jetzt sogar letzte, von. den er abgesägt hat, natürlich, der war es ja tatsächlich, ehemaliger Fallschirmjäger, soweit ich das weiß. Also, aber natürlich irgendwie von der Leyen, ich meine, die hätten zu einer Zeit dienen müssen,
in der Frauen in der Bundeswehr noch nicht mal erlaubt waren, ja, das ist das Nächste. Also, naja, gut, das ist aber ein anderes Und Problem. Was ich ja aber gut, noch zu dem Thema ergänzen noch mal. wollte, Ich glaube, wer sich zu dem Thema noch weiter informieren will, es gibt diesen Kanal, der heißt Zeitgeschichte in wildem Ton. Das ist irgend so ein, das ist irgend so ein Wessi-Boomer, der halt, keine Ahnung, wahrscheinlich in den 80ern oder so bei der Bundeswehr gedient hat. Und der macht wirklich interessante Videos zu dem Thema. Also Okay. der geht so ein bisschen mal die Geschichte der Bundeswehr durch und So ein bisschen nennt da ein paar Dreider Coin-Ops. Edward-Style. Hat auch jemand gesagt, spielt Edward III ja eigentlich. Aber ja, der ist auch ein stabiler Boomer auf jeden Fall. Aber was ich Also eigentlich ja, sagen wollte, der weil du es mit den Elitensoldaten und so weiter hattest, das Ding ist meiner Meinung nach, vor allem eben in der Zeit, sage ich mal, bevor die so hart gecancelt wurden. Ich meine, okay, die hatten sicherlich in Teilen ein rechtes Weltbild und so weiter und verschiedene Ansichten, aber ich glaube niemals, dass die zu irgendeinem Punkt groß Staatsgewalt oder sonst was gewesen wären. Allein schon aus dem Fakt heraus oder Grund heraus, dass die nicht die Zeit oder dass das einfach nicht der Menschenschlag ist, der sich groß mit Politik und so weiter beschäftigt. Meiner Meinung nach oder meiner Vermutung nach. So, du bist halt dann irgendwie da, du bist halt dann Soldat. Und die Meinung, die haben, war vielleicht eine patriotische, aber schon im gewisser Weise in dem BRD-Sinne. Also sozusagen Civic Nationalism und so weiter und so fort, ja. Also sozusagen im schlimmsten Fall AfD-Linie. Ich glaube nicht, dass die Leute, die da sind, großartig die hardcore durchideologisierten Nazis oder so sind oder waren. Ja, eben, das ist halt, aber das ist halt wieder so ein typischer Fall von die Journalisten, die Artikel darüber schreiben, die Staatsanwälte, die ermitteln und die Staatssekretäre oder Minister, die darüber entscheiden, ob diese Leute verbleiben, haben halt noch nie einen Fuß in eine Kaserne gesetzt. So, die wissen halt nicht, dass die meisten Soldaten und vor allem von den niedrigeren Dienstgraden, dass das Rechteste, was sie machen, halt ein paar Sprüche klopfen ist und vielleicht Onkels mal hören. So, Ja, oder selbst und wenn es Sturmwärmer hören oder so, wie bei dieser einen KSK-Feier ja wohl passiert. Das ist so, nach der Logik wär halt das Vierte Reich sozusagen schon längst installiert, weil halt irgendwie in den 2000er Jahren oder so auf jeder Hauptschule Lanzer gehört wurde. ja, Und das Nächste ist, das diese kommt ja noch Lieder, dazu. diese Sturmwärmer oder was auch immer, teilweise halt so Rechtsruck und so weiter, ist halt nicht mal. So, da ist jetzt nicht jedes Lied hier, wir müssen alle Ausländer sonst was mit denen machen, sondern die haben halt teilweise Lieder über irgendwie, klar, ich weiß es jetzt auch nicht, ja, aber gefühlt 90% der Lieder gehen dann irgendwie über irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungen, mit denen mit ihren Freunden saufen gehen und was weiß ich, oder halt über die Wehrmacht, ja. Und das ist ja das Nächste, das ist so eine Nische. Glaube ich, so dieses ganze Wehrmachtstum sozusagen, ist halt so eine Nische, die eigentlich fast nur von Rechten noch besetzt ist. Also, wenn du halt irgendwie da was hören willst, was nicht unbedingt negativ ist, dann musst du halt im Endeffekt zu diesen Leuten gehen. Ich glaube, es ist auch so ein Stück weit das Ding, dass man sich da jetzt nicht Deutschland muss sterben irgendwie anhört. Was halt so Leute wie Jan Delay zusammen mit dieser komischen Slime oder wie auch immer die Band da hieß oder Schleimkeim, keine Ahnung, da auf der Bühne singen, dass man das da nicht hört, das sollte ja eigentlich klar sein. Weil sonst würden sie es ja auch nicht machen, für die Idee von ihrem Deutschland da eben dienen. Ja, aber das kommt ja noch dazu. Also für so eine wirklich groß angelegte Militärverschwörung bräuchte man eben wirklich intelligente Leute. Und auch wirklich gebildete Leute. Also da bräuchte man eben das, was sich dort an Offiziernachwuchs in der Weimarer Republik zum Beispiel da war, um sowas durchzuziehen. Aber wenn man sich jetzt eben mal das anguckt, was halt in den Bundeswehrkasernen oder auch vielleicht beim SEK teilweise in den niedrigeren Dienstgraden zumindest da ist, dann sind das eben keine hochgebildeten Leute, die jetzt irgendwie so große Pläne spinnen können, sondern eben, ich will ja auch niemanden beleidigen, der jetzt bei der Bundeswehr ist oder sowas, aber es ist eben zum Teil so, dass das natürlich seit der Abschaffung der Wehrpflicht, naja, weiß jeder selbst so. Ja, gibt den Begriff Zivilversager, die sonst nichts gerissen oder so ungefähr da gerissen haben, gehen halt dahin. Natürlich auch nicht durchgehend, bevor sich wieder jemand beschwert. Aber das ist halt wie. Und auch teilweise, selbst wenn es SEK und so weiter, die haben sicherlich die Kompetenz, gerade in dem Bereich, in dem sie sind.
Aber wie du es schon sagst, das ist halt nicht die Kompetenz, die sie eventuell bräuchten, Um einen um eben Staatsstreich einen durchzuführen. Ja, Staatsstreich durchzuführen. das ist eine relativ komplizierte Angelegenheit, so Ja, einen vor allem nicht mal, das ist, geht halt Staatsstreich auch so, glaube ich, so ein bisschen so die durchzuführen. Denker und die Macher und da geht es, glaube ich, auch so ein Stück weit auseinander, ja. Also genauso wie du auf irgendwie bei irgendwelchen Bauarbeitern oder so Leute, die eben Fachkompetenz haben, finden wirst, wo halt irgendein Student so ein halt keine Ahnung von hat oder total aufgeschmissen wäre und so weiter. Was halt einfach auch daran liegt, dass die das ihr Leben lang gemacht haben und der Student oder was auch immer halt gar nicht. Aber so rein intelligenzmäßig wäre halt trotzdem wahrscheinlich die Universitätsabsolventen und so weiter im Schnitt besser aufgestellt. Es war schwer für mich, das zuzugeben, aber. Ach so, ja, wo wir gerade schon bei Offiziernachwuchs aus der Weimarer Republik und bei Staatsstreich sind, ist ja auch was Lustiges passiert. So, die Schlange beißt sich mal wieder in den Schwanz. Die Stauffenberg-Büste wurde wohl aus der Germania oder aus der Walhalla entfernt. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Interessant. War da das IFS am Werk, oder? Nein, nein, nein. Die wären ja eher dafür, dass die Büste bleibt. Aber wie es aussieht. Stimmt, aber hätte sein können, dass die sie nach Schneeroda geholt haben. Ach so, ja, und dann dort aufgestellt haben. Nee, aber es liegt wohl, wenn ich da richtig informiert bin, daran, dass der Stauffenberg jetzt den Leuten doch wieder zu weit rechts ist. Was er ja auch ist. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Ironische. Dass immer mehr, ich sage jetzt einfach mal, ja, wie soll ich sagen, Helden, keine Ahnung, oder überhaupt immer mehr Bezugspersonen, egal aus welcher Epoche der Geschichte, auf irgendeine Art und Weise so gecancelt werden, in der Geschichte, ja. Das siehst du ja, da, ich sag mal, zum Beispiel Black Lives Matter Demonstration, Churchill wird niedergerissen, ja. Oder, Luther Jubiläumsjahr hier, Reformationsjubiläumsjahr, Jubiläumsjahr, er ist irgendwie Antisemit und Frauenfeind. Oder eben hier Stauffenberg, der ja rechts war, natürlich. Das ist ja der Grund, warum die ganzen Rechten den feiern. Nur war er halt auch gegen Hitler, was sich nicht widerspricht übrigens, ja. Und ja, klar, es ist halt folgerichtig sozusagen das Nächste, was man dann irgendwo canceln muss. Was Ja, nur aber ja auch es ist interessant halt in ist. dem Sinne interessant, dass die Bundesrepublik halt an ihrem eigenen Stuhl sägt. So was halt Stück kein, weit. also Ja, gut. so das Ding ist halt, das kommt halt normalerweise erst in Zeiten vor, in dem der Staat wirklich am Selbstmord ist oder im Zerfallen ist, so. Also an dem Punkt, an dem Lenin sozusagen in der Sowjetunion öffentlicher Kritik unterzogen werden konnte, war es aus mit der Sowjetunion. Und man darf nicht vergessen, der Mythos 20. Juli ist einer der Gründungsmythen der Bundesrepublik, weil er eben sagt, dass es eine, Zivilcourage. Nicht alle waren das ist, das Nazis, ist, so das ist ungefähr. Ja, es eine, gab genau, Widerstand. Überhaupt allgemeiner Widerstand im Dritten Reich natürlich. es gab einen bürgerlich adligen, in der Tendenz eher konservativen Widerstand gegen Hitler, der halt es fast geschafft hätte, laut dieser Erzählung, das Dritte Reich zu stürzen. Und den Krieg noch sozusagen herumzureißen und zu einem glimpflichen Abschluss zu führen. Was natürlich alles an sich, naja, das weiß jeder, der diesen Podcast hört, dass da einige dieser Erzählungen so nicht ganz korrekt sind. Aber es ist schon bemerkenswert, dass dieser Mythos jetzt verschwindet. Weil, also ohne diesen Mythos hätte es die Bundesrepublik niemals geschafft, eine Staatsauffassung zu finden, die sich auf der einen Seite hätte wehren können gegen das alte Bild von Deutschland, also das national geprägte Bild, was ja auch, also nach dem totalen Zusammenbruch noch irgendwie Vertreter hatte und was natürlich auch von einer gewissen Anzahl an ehemaligen Parteigenossen getragen worden ist in der Bundesrepublik, aber auch gegen die kommunistische Anklage von Osten her, die gesagt hat, oh, das waren alles ja Mitläufer bei Nazis so, oder das sind immer noch die gleichen, oder eigentlich der Kapitalismus ist dafür verantwortlich, dass der Narzissmus gekommen ist, also muss auch der Kapitalismus weg, die Bundesrepublik muss weg, das muss der DDR angeschlossen werden, Europa, auch Westeuropa muss bolschewisiert werden. Ohne diesen 20. Juli-Mythos hätte es auch nicht gelingen können, die Wiederbewaffnung in der Form durchzubringen.
weil das eben das Argument dafür war, dass nicht jeder, also aus der damaligen Perspektive, dass nicht jeder Deutscher, der eine Waffe in der Hand trägt, ein Krimineller ist gleichzeitig. Also das ist ganz interessant, aber das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen gerade, auch wenn man sich so anguckt, wie also das Erbe von Leuten wie Konrad Adenauer verwaltet wird, wie völlig, also gerade auch die Debatte um den ethnischen Volksbegriff und so weiter. Also die Leute, die Gründerväter der Bundesrepublik waren, sind vielleicht nicht die idealtypischen Staatsgründer gewesen, sind vielleicht auch aus unserer Perspektive problematische Persönlichkeiten. Aber dass die, glaube ich, nicht daran gedacht haben, dass diese rheinischen katholischen Konservativen oder auch Sozialdemokraten oder auch bayerische Christlich-Soziale nicht daran gedacht haben, dass jeder Deutscher werden kann. Einfach plötzlich so durch das Schnipsen von Fingern oder dass plötzlich, weiß nicht, mehrere Millionen Muslime im Land sind oder Ja. dass plötzlich Transsexualität ein Das normales war ja auch Phänomen damals ist. so eine Art Selbstverständnis. Ich meine, Ja. man hatte ja die Geschichte, wie soll ich sagen, die Migrationsgeschichte der BRD hat ja irgendwie angefangen mit Gastarbeitern, Italienern, Türken und so weiter. Und das ist dann letztendlich ja da. Ist man ja erstmal so sensibilisiert worden oder desensibilisiert, wie auch immer. Weil du hättest das, was du jetzt 2015 abziehst oder abgezogen hast, oder was man 2015 abgezogen hat, nicht mit dem damaligen Volk machen können. Einfach weil die Ablehnung dagegen ja viel zu groß war. Ja, natürlich, das hätte man auch nicht machen können mit diesem Soldaten sind Mörder und alle Wehrmachtssoldaten waren Mörder, weil in den 50er Jahren, naja, wenn du dort in eine Kneipe gegangen wärst, hättest das gebrüllt, jeder Mann, der dort am Tisch gesessen hätte, wäre ein Wehrmachtssoldat gewesen, so. Genau, ja. Und die hätten dich halt zusammengeschlagen, so. Aber Aber was ich damit auch meine, ist halt, interessant ist ja, was ich noch ergänzen wollte. Ne, ich hab's schon wieder vergessen. Nee, Quatsch, aber na, was das. ich interessant finde, ist halt, dass entweder heutzutage gesagt wird, dass halt quasi Adenauer und Konsorten, also man übernimmt sozusagen diese DDR-Meinung, Adenauer und Konsorten waren in Wirklichkeit doch alles Nazis. Entnazifizierung Ja. wäre im Westen gar nicht richtig passiert. Das wäre irgendwie bis 1968 So die quasi der letzte Konsequenz dann Nazi-Nachfolgestaat daraus, gewesen. ja. Oder auf der anderen Seite, man tut so, als hätte Konrad Adenauer Trans Rights gesagt, sozusagen, als hätte er. Als wäre sozusagen im Grundgesetz festgeschrieben, dass die ganze Welt nach Deutschland einwandern kann, dass es ja kein deutsches Volk gibt, dass wir ewig schuld wären für den Zweiten Weltkrieg und die da darin begangenen Verbrechen und so weiter und so fort, dass Deutschland eigentlich so eigentlich sich selbst aufgeben müsste. Dann ist ja aber fraglich, warum man überhaupt wieder einen deutschen Staat gegründet hat, so. Das Ding ist, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe es nämlich gar nicht vergessen, dass das auch so ein Stück weit vielleicht Guilt by Association ist, ja, kann ich mir vorstellen, weil halt Rechte, wir haben es ja vorhin gesagt, IFS und so weiter, so geil auf Stauffenberg und so weiter sind und halt immer so dieses Jahr, jeden 20. Juli, wenn du in die sozialen Medien gehst, dann kriegst du von jeder Seite so, als lebe das heilige Deutschland reingeballert. Du meinst also, die JF hat so viele Sonderausgaben zum 20. Juli rausgebracht, dass es irgendwann den Kuratoren gereicht hat und die Stauffenberg-Büste rausgenommen haben. Ja, es kann sein, ja, aber vielleicht haben sie irgendwann dann gesagt, ja, Moment mal, eigentlich haben die ja recht und Stauffenberg ist ja quasi wirklich denen ihr Guy sozusagen und damit können wir ihn ja nicht mehr verwenden. Also wir im Sinne von wir Linke. Gut, das finde ich aber in dem Sinne halt komisch, weil halt ja immer noch, sage ich mal, der 20. Juli als Staatsakt begangen wird, ja, mit Wachbataillon, was aufzieht und dort defiliert und so weiter, vor diesem Ehrenmal dort im Bendlerblock. Also Na gut, schätze das ich kann sich ja mal, ändern, ne? ja gut, das kann sich ändern, ja. Also wenn die Linkspartei an die Macht kommen sollte, dann wird sich das natürlich ändern, dann wird halt erstens die Bundeswehr abgeschafft und zweitens, Gibt es wieder die ja, dann nationale gibt es auch kein Volksarmee, ne? Wachbataillon mehr. Und zweitens Das. würde dann die Staatsführung ja jeden 8. Mai dort oder 9. Mai dort zu diesem Ehrenmal in Treptow pilgern, um dem ruhmreichen Sowjetheer zu gedenken für seinen Plünderungsfeldzug durch Osteuropa und Deutschland, so. Ja, das Ding ist ja, dass zwar das jetzt möglicherweise der Staatsakt ist, aber so Sachen können sich ja auch peu à peu so quasi ändern, ja. Also klar, noch hast du halt nicht so die Statement-dated sexuelle Transformation oder so, sage ich jetzt mal. Aber das heißt halt nicht, dass nicht schon diese Entwicklungen und so weiter, die wir ja auch in einer Folge schon mal angesprochen haben, nicht auf dem Vormarsch sind, wenn du halt so überall
Zum Beispiel halt Gender, der Genderismus, wie auch immer man es nennen mag, ja, dass der eben nicht auf dem Vormarsch ist. Nur weil es eben noch nicht komplett staatlich durchgeprügelt wird, so ungefähr. Was sich ja noch ändern kann. Ja, ich schätze mal, das wird sich dann ändern, wenn sozusagen die erste, weiß nicht, schwarze Feministin sozusagen den Posten des Verteidigungsministers antritt. Weil dann eben natürlich Also Stauffenberg zur als nächsten Wahl irgendwie also. als deutscher Aristokrat sozusagen, der dazu noch nationalistisch gesinnt war, natürlich dann überhaupt nicht mehr ins Schema passt. Ja, und dann gut, dann ist es aber, glaube ich, mit Deutschland generell auch langsam mal vorbei, Dann so. können wir langsam mal Dann können wir langsam aufhören. mal Schluss machen, so zur 100. Folge DSF, und dann gehen wir in Ja. den frühen Ruhestand. Ja, In Klammern ins das ist ja das Corona-KZ. Nächste. Ja, komm, jetzt klar. Was sogar ein Themenvorschlag mehr oder weniger war. Zum einen, jetzt ist die Frage, wie wir anknüpfen, ja. Zum einen nämlich die Aussage, spätrömische Dekadenz und Untergang des Westens heute. Ein historischer Vergleich, Parallelen und die Schicksalsfrage. Um mal etwas weniger Profanes vorzuschlagen. Und der andere hat geschrieben, mal schauen, ob ich das jetzt finde. Also sinngemäß war das so, ja, was machen, wenn hier halt die Impfpflicht, ah da hier, die höchstwahrscheinlich bald kommende Impfpflicht in Supermärkten und so weiter, was die Mods raten, damit umzugehen und was der bessere Ausweg wäre, falls völkische Dörfer oder nach Argentinien auswandern. Bitte ernst gemeinte Antwort, einmal in der Existenz der DSF, ja. Und ich würde da auch sowieso ernst darauf antworten und das ist nämlich gerade das Ding, wo man hier vielleicht anknüpfen kann, weil du sagst, okay, wenn wir dann mal sagen können, sozusagen mal den Sack zumachen. Das Kapitel der Weltgeschichte Deutschland mal abhaken, so ungefähr. Ist halt die Frage, wie man das macht. Also zum Auswandern würde ich vielleicht mal so den Punkt sagen, an sich ist das natürlich immer eine Option. Also man könnte natürlich so sagen, ja, man ist hier dem Land verpflichtet und man kann nicht weg und was auch immer und bla. Aber andererseits. Ja, ist es im Endeffekt scheißegal, weil ich glaube, du, wenn du hier bist, nicht viel mehr oder weniger machen kannst, zwangsläufig. Natürlich bis auf gewisse Maßnahmen, sage ich mal, hier Wahlkampf und was auch immer und Aktivismus abgesehen, als wenn du irgendwo anders bist. Das andere ist halt, du wirst ja irgendwo anders auf einem anderen Fleck der Erde nicht verschont bleiben vom sogenannten Globo-Homo, ja? Das heißt ja nicht umsonst Globo. Und das ist halt so das Ding. Ich meine, man könnte sicher sagen, okay, ich verpiss mich irgendwo hin, aber Südamerika ist halt ein noch größeres Hellhole oder wie auch immer man es nennen mag, zum Beispiel, weil ja jetzt Argentinien als Beispiel genannt wurde, als Europa ist. Es ist, ja. Die haben halt dieselben politischen Voraussetzungen, eine weniger homogene Bevölkerung. Und noch dazu weniger Wohlstand. Ja. Und das Einzige, was ist halt, dass du dich wirklich so abschottest und dann so Gemeinschaften gründest, so wirklich so Ja. Apartheid, quasi eine selber gemachte Apartheid. So, ich meine, es gibt ja teilweise deutsche Siedlungen in Südamerika. Es Also gibt auch das Problem deutsche ist halt, Siedlungen in dass diese. Deutschland. Und was ich noch sagen wollte, zum Beispiel sowas wie Oranien oder wie heißt das, Oranienburg oder nee, Oranienburg war was anderes. Orania, keine Ahnung, Orania war in dieses Südafrika. genau, das habe ich auch gemeint, ja. Oranienburg liegt in Brandenburg. Ja, naja, ist ja beides das Gleiche dann. Quasi das Gleiche, ja. Ja, das Problem ist halt mit diesen Auswanderungsfantasien, so, du hast es ja schon angesprochen. Es gibt einen Grund, warum das Globo Homo heißt, und der ist einfach, dass, naja, Amerika hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Amerika hat den Kalten Krieg gewonnen. Und die politischen Phänomene, die in Amerika vor sich gehen, werden mit einer Verzögerung von 5 bis 10 Jahren in jedes Land kommen, was amerikanische Filme guckt, Internet hat, wo Leute Englisch sprechen und Leute reisen können. Und es sind gefühlt alle Länder außer Außer Nordkorea. Nordkorea, ja. Und ich meine, selbst in Nordkorea, kann man gern überlegen, ob man dahin auswandern will. Wird wahrscheinlich längerfristig schwierig mit der Nahrungsmittellage. Aber selbst wenn man da leben könnte, du wärst der einzige Deutsche unter 20 Millionen Koreanern, die Ich meine, ein bisschen andere Vorstellungen von der Welt haben als du ich so. breche mal eine Lanze für Nordkorea. Ich glaube, das mit der Nahrungsmittelversorgung ist dann wirklich weniger ein Problem, als halt einfach, dass das letztendlich auch irgendwo ein nationalistischer Staat ist. Ich weiß nicht, ob du da einfach sagen kannst, ich wandere aus. Wenn du nicht gerade ein Top-Wissenschaftler oder so bist, vielleicht, dann nehmen sie dich bestimmt. Ja, und das Ding ist auch, da hatte mal so ein
neoreaktionärer YouTuber ein Video drüber gemacht, weil es gibt ja, also für diese Leute, die so ein bisschen so an dieser Schaltstelle oder an dieser Schnittstelle sitzen zwischen, man ist Hardcore-Libertärer und man ist so ein Rechter, also so im engeren Sinne, sind diese Projekte interessant von so Leuten wie Peter Thiel oder sowas, die dann überlegen, also es gibt ja diese internationalen Gewässer und ich bin Milliardär und da könnte ich ja so eine Art schwimmendes Land aufmachen. Nur, das wird nicht funktionieren so. Die Linken sitzen an den Schalthebeln der Macht und der Inhalt, also so gut wie jeder linken Lehre ist es, sein Programm universell durchzusetzen und damit, also Gleichheit oder was sonst an Phrasen dort vorgebracht wird, auch umzusetzen. Und selbst solche libertären, sag ich mal, Kolonien, die irgendwo auf dem Ozean schwimmen oder später im All, würden längerfristig von den Linken platt gemacht werden mit der Macht des US-Militärs oder einer Und anderen, das, also westlichen Macht. obwohl ich wage mal zu behaupten, so was wie so eine Art libertäre Vorstellung fast noch das realistischste Fluchtszenario, sage ich jetzt mal, wäre. Ich meine, letztendlich wäre Auswandern irgendwo ein Dorf gründen und sonst was ja auch irgendwie eine Art libertäre Lösung, weil du zwar vielleicht nicht da unbedingt den absoluten Kapitalismus dann vorherrschen hast, sondern, aber du versuchst halt im Endeffekt dir deine Gated Community, deinen Privatstaat sozusagen zu erschaffen. Nach allen Möglichkeiten, die du hast. Und ich glaube auch, dass wenn du jetzt mal so da gab's doch auch, glaube ich, so ein Fall in Amerika irgendwie. Da haben sie auch im Benedikt Kaiser, nee, wie heißt der, am Rande der Gesellschaft drüber gesprochen, wo Kosica ja den Libertarismus sogar verteidigt hat, ein Stück weit. Das wäre vielleicht sogar noch ein realistischeres Szenario, weil eben diese Firmen noch weitaus mehr Macht, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft haben, als es eben irgendwie Rechte, einzelne Rechte und so weiter hätten, ja. Aber Nur, selbst da dass muss die man halt leider bedenken, nicht dieses Interesse daran haben. Das ist ja das Problem. genau, selbst diese Silicon Valley-Leute, die halt das Geld hätten und letztlich auch die Macht, um solche Privatzonen durchzusetzen, sind durch und durch in diesem globalistischen Programm verspannt. Von denen kommt das ja zum Teil. Also, da werde ich vergessen, so diese Vorschläge zu den Corona-Maßnahmen kamen ja zu einem größeren Teil vom World Economic Forum. Und da sitzen ja dann Leute wie Zuckerberg zum Beispiel drin. Die sind ja, das ist ja einer der Punkte, der ganz entscheidend ist. So Gewaltenteilung gibt es in dem Sinne nicht, weil sowohl die höheren Wirtschaftsführer als auch die Politiker, als auch die Juristen, als auch jeder, der irgendwie im Staat was zu sagen hat, auf die gleichen 10 Unis geht. Und auf diesen gleichen 10 Unis wird im Normalfall die gleiche Weltanschauung sozusagen propagiert. Die Leute heiraten einander. Die gehen zu denselben gesellschaftlichen Veranstaltungen, die sitzen in denselben Clubs, die sitzen in denselben Koordinationsstellen zwischen den verschiedenen Staatsfunktionen oder zwischen den Staatsinstitutionen. Und das ist einfach ein Kollektiv sozusagen. Und solche Leute wie Peter Thiel, die sind dann Ja, eben, eine sag ich Elite. mal, in dem Sinne, dass die eben nicht mal auf unserer Seite sind unbedingt, aber dass die halt Libertäre sind und deshalb dieses ganze Globalismus-Zeug nicht unbedingt mitmachen wollen, eben die völlige Ausnahme. Ja, oder wie John McAfee, der quasi seine Privatarmee hatte, um sich zu beschützen, und jetzt wurde auch möglicherweise suizidiert, ja. Aber das nächste ist ja auch, selbst wenn du jetzt dein völkisches Dorf hättest und man würde dir erlauben zu existieren, ist halt auch so ein bisschen die Frage, ist dann die reine Existenz dann. Es ist ja auch schön und gut, das ist ja auch so ein Ding, wenn wir existieren können, und manchmal denke ich mir das auch so, warum kann man uns nicht einfach in Ruhe lassen? Aber so rein weltanschaulich ist ja doch irgendwo der Zweck ja so ein bisschen, dass man doch noch ein gewisses Maß an Selbstbestimmung hat und natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht, sage ich jetzt mal. Ja. Aber das ist ja das Ding. Ich nenne das jetzt mal die Linke, worum ich alles sehe, von, weiß ich, Merkel bis zur Linkspartei und allen Äquivalenten so in der westlichen Welt. Die haben einfach ein religiöses Programm und das erlaubt nicht solche Überbleibsel. Die werden selbst im tiefsten Mecklenburg-Vorpommern erlauben sie nicht, dass in Jameln irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Ex-NPDler dort rumsitzen auf ihren Bauernhöfen und Lanzer hören. Und das ist schon quasi
Und das ist ja quasi das, was in Deutschland schon das höchste der Gefühle ist. Und selbst das wird von denen nicht erlaubt. Ja, im Moment ist es natürlich noch, wir machen dort Gegendemos, wir nerven die Leute ständig. Es kommt alle 2 Jahre jemand vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und versucht, die irgendwie auf Tonband aufzuzeichnen, wie die irgendwas Illegales sagen oder sowas. Längerfristig läuft es ja letztlich darauf hinaus, die Leute irgendwie in den Knast zu kriegen. Und das ist einfach weltweit so. Einer schreibt jetzt hier auch noch bei den, also bei den Vorschlägen, meine Vorschläge, warum in Deutschland bleiben, wie gründen wir eigene Parallelgesellschaften von Minderheiten lernen? Also das kann man ja da auch so ein bisschen ins Thema noch verwursten. So die Aussage, warum in Deutschland bleiben, um das nochmal schnell so ein bisschen einzuwandern, weil es ja einzuwandern, einzubinden, weil es ja hier öfters mal jetzt auch wieder, weil es öfters mal angeschnitten wurde. Ja, warum? Also zum einen, du bist halt hier verwurzelt. Es ist halt einfach mal so. Also das ist einfach schon so, du hast halt hier einfache Voraussetzungen zu leben, sage ich jetzt mal, als wenn du hier Goodbye Germany-mäßig ins Ausland einfach mal so gehst. Andererseits ja, kannst du ja auch ins Ausland gehen, dich hält ja keiner auf, es ist ja auch eine Möglichkeit. Wobei ich glaube, dass die Rechte, wie wir sie haben, einfach sowieso zu unfähig ist, sowas kollektiv zu organisieren. Im Ausland, also vor allem im Ausland. In Deutschland kriegen wir ja schon nichts geschissen, so ungefähr. Aber warum sollten wir es dann irgendwie in Argentinien schaffen? Vielleicht, weil da die Voraussetzungen schon mal früher geschaffen wurden, keine Ahnung, aber naja. Ja, naja, auch was man kritisch sehen muss mit diesen ganzen Auswanderungsplänen. Ich meine, man kann es irgendwie niemandem übel nehmen, wenn er sagt, ja, scheiße, Deutschland ist halt am Arsch, ich muss irgendwie 70% Steuern zahlen oder sowas und hab da, also ich hab, keine Ahnung, hat irgendwie keinen Bock mehr, wüsste mit seinen Talenten was Besseres anzufangen. Die Deutschen, die historisch ins Ausland gegangen sind, die waren spätestens nach 2 Generationen keine Deutschen mehr. Also, das sieht man ja ganz gut in Amerika zum Beispiel. Also, hat sich das Das ist amerikanische ja auch. Deutschtum jemals mal für uns eingesetzt? Nee. Die sind dann eben Leute geworden, wie dieser Peter Thiel, der halt auch irgendwie deutsche Vorfahren hatte oder, weiß nicht, hier, sogar hier, wie heißt er, der Tolkien, der dann die Herr der Ringe-Reihe geschrieben Ja, hat, stimmt, ja. Das haben wir ja mal der alle war ja auch Enkel, analysiert, ja. Enkelsohn von deutschen Einwanderern und dann aber auch, ja, zumindest eher ein englischer Nationalist als ein Deutscher. So. Und das kann man halt durchgängig sehen, dass halt diese, oder Eisenhower auch, war ja auch ein Nachfahre von deutschen Einwanderern. Diese Leute sind letztlich nach spätestens 2, 3 Generationen, ist das höchstens nur noch Folklore und bringt uns als Deutschen, die hier noch irgendwie sitzen, genau gar nichts. So. Das ist vielleicht auch ein Stück Also. weit das Problem, weil die Deutschen halt sich zu sehr das machen, was sie von den Ausländern hier ein Stück weit natürlich fordern. So, sie passen sich halt im Endeffekt an in die Mehrheitsgesellschaft. Und Ja. obwohl sie natürlich auch fast schon die Mehrheit in Amerika teilweise gestellt haben, aber wobei eigentlich auch nicht. Aber naja, du weißt, was ich meine, ja. Und das ist halt natürlich ein Stück weit ein Problem. Wir sind einfach zu nett vielleicht auch für sowas, keine Ahnung, oder nicht dafür geeignet als vom Volksbewusstsein, Kollektivismus oder wie nennt man das dann von der Volksseele her, ja. Ja, auf jeden Fall ist dieses nationale Bewusstsein, sage ich mal, bei uns sehr schnell weg. Also in der 2. Generation wird dann die Sprache fast gar nicht mehr gesprochen, in der 3. ist sie dann ganz weg und man fühlt sich dann eben als Amerikaner oder Australier oder Kanadier oder naja, Brasilianer. In Brasilien ist es ja zumindest noch so, dass die Deutschen da zum Teil noch dort in diesem, wie heißt es nochmal, grün irgendwas dort unten relativ stark auf einem Fleck sitzen. Coloniatividad, keine Ahnung. Na, das war es, Chile. Die Kolonia liegen Das da, soweit ich gibt's weiß. ja überall immer mal so Flecken in Südamerika, glaube ich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt so zwangsläufig die Zukunft des Deutschtums ist. Ich meine, besser, das ist die Frage, besser irgendwie so existieren um des Existierens willen oder dann irgendwie untergehen, ja, wie soll ich sagen, untergehen, um nicht zu siechen, ja. Das ist so ein Stück weit natürlich auch die Frage. Andererseits könnte man, ja, ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass man von da aus dann irgendwie groß was wieder aufbauen könnte. Das ist halt so das Problem eben. Und weil die Person, die den Vorschlag gemacht hat, noch geschrieben hat, von Ausländern, nicht von Ausländern, von Minderheiten lernen, ich glaube, dass das einfach nicht geht. Du kannst natürlich
irgendwie dir da was abschauen und dann irgendwelche Bücher schreiben und Theorien aufstellen und so weiter. Aber wir sind einfach, glaube ich, zu uneinflussreich als Rechte und zu unorganisiert und so weiter, als dass wir da so eine Art, dass wir da solche Konsens, so einen Konsens bilden könnten, der dann irgendwie großartig maßgebend wäre, habe ich das Gefühl. Also, Ja gut, da würde ich auch nicht man mich dann kann dran zumindest, halten, ja. also man kann zumindest innerhalb Deutschlands, also erstens, man soll das jetzt nicht auch nicht so verstehen, als wäre es irgendwie alles verloren, so, ja, also wir sind noch Nee, die das Mehrheit sage in ich ja diesem nicht. Land Es und ist ja zwar, nur, es ist ja, ich meine, ja, dass wir noch nur nicht zum vielleicht. Auswandern, dass wir noch nicht das Auswandern als Hauptoption sehen, sagt ja eigentlich schon aus, dass es, dass, also das ist ja eigentlich schon fast ein positives Zeichen für die Leute, die Ja, mit aber den die White Leute sind Pills ja manchmal ein wollen. bisschen langsamer im Kopf, so deshalb muss man Ja. das ja extra dazu sagen. So. Also es ist noch nicht alles verloren. Wir stellen noch ganz klar die Mehrheit in diesem Land. Und es ist jetzt nicht aller Dinge Abend. So. Auf der anderen Seite, jetzt hatte jemand geschrieben, würde die Islamisierung für Deutschland von Vorteil sein. Also nicht in ethnischer, sondern kultureller Hinsicht quasi als Gegengewicht zum Liberalismus. Kannst du, also meiner Meinung zumindest, kannst du dir, also kannst vergessen so, weil halt der Wir haben es ja schon Westen mal macht, festgestellt, die der Westen macht die Verwestlichung. Muslime schneller schwul, Ja. als die Muslime die Schwulen umbringen können, wenn man das mal auf diesen Punkt ganz polemisch gesagt herunterbrechen will. Also selbst wenn man jetzt erwartet, oh, die Muslime sind so dread und sowas, was ja eben nicht stimmt. Was Also zum die einen nicht stimmt meisten, und zum anderen ja vollkommen irrelevant sind, ist ja, weil ja. es sind halt immer noch Muslime zum einen und halt, ich meine, Muslime. Klar, ist eine religiöse Gruppe, aber wir wissen ja, dass das halt einfach eine, vor allem auch so eine ethnische Sache ist, weil halt eben Muslime vor allem eben von Araber und teilweise halt auch Afrikaner und so weiter sind. Und die Islamisierung ja letztendlich einfach nur eine, ja, jetzt darf ich Volkung sagen, sonst ist es wieder eine böse, nicht existente Umkehr der Verschwörungstheorie und so Mehrheitsverhältnisse weiter, ist, ja. ja. Aber du weißt, was ich meine. Na? Also. Also die Muslime, die hier sind, sind im Wesentlichen schon verwestlicht. Das heißt, die essen vielleicht noch kein Schweinefleisch, ja, aber Meckes ist drin. So, die gehen vielleicht nicht in die Kneipe, aber Shisha-Bar. So, und Moschee spielt nur noch am Freitag eine Rolle. Ja, da ist nicht der Imam bei den allermeisten so dass der Entscheidende, der jetzt in allen Lebenslagen berät. So. Und auch der Islamismus, der in den letzten 20 Jahren auch in Deutschland herausgekommen ist, ist ja ein Zeichen davon. So, das heißt, es gibt eine Minderheit unter den Muslimen, die feststellt, diese westliche Lebensart macht auch die krank. So. Und man sieht das ja auch an den Geburtenraten. Innerhalb von 3 Generationen passen sich die Deutsch-Türken zum Beispiel an die deutsche Geburtenrate an. Das heißt, die BRD macht auch diese Leute kaputt. Die kriegen auch keine Kinder mehr. Das Einzige, was sozusagen diesen großen Austausch oder diese Umkehr der Die Mehrheitsverhältnisse Leute, die halt sich nicht am anpassen, sind Leben das hält, Problem, ja. ist letztlich, dass die Grenzen immer noch offen stehen. Das heißt, dass immer neue und neue und neue und neue und neue reinkommen, Ja, die und halt aber die dann nicht integrierten ein Stück weit natürlich auch, ja. sind immer zwei Sachen, Ja. meiner Meinung nach. Also nicht integriert kann zwei Sachen heißen. Einmal, dass man nicht angepasst ist an das, was traditionell deutsch ist, was natürlich die Mehrheit der Ausländer in diesem Land sind. Die sind in dem Sinne nicht integriert oder assimiliert. Nee, Auf der anderen Seite. ich rede jetzt schon von der Bundesrepublik Deutschland, also von dem Jetzt-Zustand ein Stück weit, ja. Also integriert Das in das meine ich ja. System, Also sodass sie eben dann niedrige aber Geburtenraten und so weiter, ja. Nicht integriert im bundesrepublikanischen Sinne heißt ja nicht anteilnehmend an dieser westlichen liberalen Konsumgesellschaft. Natürlich, das Und meine ich ja damit, ja. das machen doch die Mehrheit der Muslime und die Mehrheit der Ausländer in diesem Land. Also die Mehrheit von denen, keine Ahnung, war schon mal bei Meckes, um es mal so zu sagen. Die Mehrheit von denen hört nicht mehr darauf, was sie im Namen sagt. Die Ja, Mehrheit davon wenn du trinkt so willst, Alkohol. aber ich meine mit integriert halt, in dem Sinne integriert, wie du es gesagt hast, so, dass sie halt dann auch in Anführungszeichen keine Kinder mehr bekommen und so weiter. Weil es ja trotzdem noch so diese Großfamilien und so weiter gibt. Ja gut, Muss man aber halt mal das wird eben festhalten. auch mehr und mehr verschwinden. Ist Kann gut zumindest sein. meine Beobachtung. Und das nächste ist noch eine weitere Prognose. Deutschland könnte ja auch selbst wenn halt die Mehrheitsverhältnisse kippen. Und die Deutschen nicht mehr die Mehrheit sind, kann man ja immer noch so eine Art, also dann ist ja trotzdem weiter bestehen möglich. Dann ist es halt wirklich so, dass man eher eine nicht mehr so relevante Gruppe ist und so weiter. Aber also ähnlich wie es dann halt vielleicht auch wäre, wenn man alle ins Ausland
Also wenn wir alle ins Ausland gehen würden, dann wären wir halt eine nicht relevante Gruppe im Ausland so ungefähr, dürften aber weiter existieren. Und ich glaube, wir könnten auch in Deutschland dann als Minderheit weiter existieren. Und was ich mir vorstellen kann, das ist ja so die Valentin-Prognose, dass man praktisch ja dieses Clash of Clans in Deutschland dann hat, dass du halt dann mafiöse Strukturen hast, die so ein Stück weit dann die Regierung übernehmen. Teilweise halt dann von Ausländern, teilweise halt von Deutschen und so weiter, ja. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Was natürlich dann nicht heißt, dass alles dann vorüber wäre. Ja, es entwickelt sich halt eher in Richtung Jugoslawien. Aber Auch, diese ja. Prognose von wegen so, oh, die based Muslime, die sind auch, also die sind irgendwie gegen die Schwulen und Ja, das ist so keine das Ahnung Nächste was. wegen Based Muslime und so weiter. Ja, fragt euch mal, Also die Frage ist ja wenn ihr auch. jetzt eine Tochter habt, wollt ihr lieber, dass die einen muslimischen Araber heiratet oder einen muslimischen Schwarzafrikaner, der so super based ist und eure Tochter schlägt und so weiter, weil das ist ja so based. Oder wollt ihr, dass die einen Lurch heiratet, der halt wenigstens noch ein Deutscher ist, ja? Jetzt kommen die Leute und schreiben Nee, Kommentare, ja, aber wenn das auch halt aber diese, ein also jetzt wurde ja gesagt, so weißer eher Moslem so ist, ja. im kulturellen Transfer, weniger als im ethnischen. Also selbst da, wie soll das denn passieren so? Also kein normaler Deutsche wird zum Moslem. So, das die einzigen Leute, und Der das ist kann man sowieso. ganz gut nachverfolgen, das könnt ihr in jeder Großstadt nachverfolgen, wer zum Moslem wird, sind die Leute, die keine Freunde haben. Die Leute, die kein gutes soziales Umfeld haben, die Leute, die im Knast landen. Weil das sind die, also wirklich jeder normale Deutsche ist entweder Atheist oder Christ so. Das ist ja das Und Ding, jeder die normale Deutschen Deutsche. entfernen sich so weit von der Religion in den letzten 60, 70, keine Ahnung wie viele Jahren. Und warum sollten die dann plötzlich wieder zum Glauben finden und dann auch noch zu einem Fremden glauben? Weil er denen irgendwas gibt, was sie in Deutschland nicht haben? Das ist so vielleicht die Argumentation. Ja, Was ich aber nicht vor allem, glaube, weil dann könnten sie auch einfach richtig rechts was hat denn werden, der ja? Islam, was hat denn der Islam und gerade der sunnitische Islam, der ja unter den Einwanderern, die reinkommen, also Araber, Türken vor allem, prävalent ist, was hat er den normalen Deutschen anzubieten? Ja, du musst dich ja viel mehr einschränken in deiner Entfaltung als Person, als Ja. selbst noch bei den tradesten Katholiken. Radikalchristen so, ja. Also bei denen, das vielleicht keinen Sex vor der Ehe haben, bei denen. Keine Ahnung, musst du vielleicht zu gewissen Zeiten im Jahr fasten, aber du kannst immer noch Schweinefleisch essen, du kannst immer noch Bier trinken, du kannst immer noch, also weiß nicht, die Frauen sind immer noch unverschleiert, so mehr oder weniger, auch wenn sie sich dann normal anziehen müssen. Also das ist ja, also es gibt auch keinen ökonomischen Vorteil davon, Moslem zu werden. Und deshalb sieht man wirklich, dass die Deutschen oder die Weißen oder Westeuropäer, die Muslime werden, diese Pierre-Vogel-Leute, das ist eben der untere Teil der Gesellschaft. Das sind Das wäre, ich höchstens ein meine, Pierre paar. Vogel, der hat es doch sogar gesagt, irgendwo habe ich mal gelesen, ja, er wäre auch Skinhead geworden, wenn halt die Leute, die da gerade da gewesen wären, Skinheads gewesen wären, ja. Also ist halt Moslem geworden, weil er in irgendeiner deutschen Großstadt gelebt hat, so ungefähr. Oder wenn du jetzt noch ein anderes bekanntes Beispiel, irgendwie so Kollegah oder so, wo es natürlich teilweise auch so eine Image-Sache ist, denn sein Stiefvater oder so war halt Moslem, ja. Also, keine Ahnung, ja. Und was ich noch sagen wollte, wenn die Leute so denken, ja, man kriegt da so was krass Männliches oder sonst was beim Moslem werden oder so, dann könnten die Leute halt theoretisch auch einfach sagen, sie wären rechts, was man so europäisch gesehen eine viel größere Tradition hätte, ja, wenn sie das unbedingt bräuchten, ne? Das ist doch eigentlich dann genauso realistisch. Auch wenn natürlich vielleicht Moslems das ein bisschen leichter haben und stärkere Strukturen und so weiter haben, ja, das kann natürlich auch sein. Gut, haben wir das. Ja, das Based-Moslem-Thema wurde dann damit auch abgehandelt, ja. Ein weiteres Thema, wir haben es vorhin sogar schon ein Stück weit angeschnitten mit links besetzt und so weiter. Wir gehen aber mal die Themen durch, ja. Funk, ÖRR und GEZ, weil das ja auch sowieso ein aktuelles Thema ist, über das man sprechen kann. Also Funk, okay, ich meine, ist halt das Linksextreme vom Linksextrem. Das kann man jetzt mal so unter den Tisch fallen lassen, aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk und die GEZ. Weil ich kann mich nämlich daran erinnern, dass im Telegram-Chat auch eine Diskussion darüber neulich geführt wurde, wo es dann so hieß, ja, es ist so schlecht und so weiter, oder auch ein Post von Clemens Kilic reingepostet wurde, wo es dann hieß, ja, es ist halt egal, ob das jetzt staatlich finanziert ist oder nicht und so weiter, ja.
Also abgesehen Achso, jetzt gehen wir davon, nochmal, das Einleiten des gehen wir nochmal auf Themas. das Thema G ein Ja oder Nein, so. Wie Oder? GZ? Nee, also als einleitendes Thema würde ich halt sagen, GZ wurde ja wieder erhöht. Das wäre halt so das Ding, wo ich noch drüber sprechen wollte. Oder würde erst. Und dann könnten wir noch GZ auch noch bashen, ja. Also den ganzen Rundfunk und so weiter. Das Ding ist ja, ja, GZ wurde erhöht, ich glaube um 86 Cent. Und so irgendwelche Internet-News-Seiten oder so schreiben dann, ja, ein Bier, ein Oettinger weniger im Monat. Keine Ahnung, ich habe es vorhin gelesen, ja, Twitter läuft Sturm, ein Oettinger weniger im Monat. So nach dem Motto, sind ja bloß 86 Cent. So. Ja, 86 Cent sind dann keine große Sache, aber 86A schon. Das ist dann mal wieder so. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Das ist die Naja, Gesellschaft, in das der wir Ding ist leben. zum einen, es sind ja keine 86 Cent, sondern irgendwie 18 Euro. Also zum einen und zum anderen, ja, naja gut, das ist halt so das altbekannte Argument, die altbekannte Argumentation, ja, ich zahle dafür was, was ich nicht will und so, ich habe da keinen Vertrag abgeschlossen. Aber wie war das? Das Bundesverfassungsgericht hat der Erhöhung zugestimmt. Du hast das vorhin auch mit dem Veto angesprochen, mit Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Na? Mit der CDU, der AfD, die das dann wohl mehr oder weniger vetoisiert haben, hat natürlich da nichts gebracht, ja. Und naja, das Ding ist halt, GEZ ist so eine Sache, das habe ich dann auch auf Telegram geschrieben gehabt und das werde ich jetzt gerne nochmal wiederholen. Klar, man, am liebsten würde ich auch den rechten Rundfunk haben, so ungefähr. Und den von der deutschen Bevölkerung finanzieren lassen. Aber wir müssen, wenn man jetzt realistisch argumentieren will, ist es doch sinnvoll, denen zumindest mal das Geld wegzunehmen. Ja, Und wenn das wir ist dann auch an der so Macht ein. sind, können wir uns auch einfach bei Steuergeldern bedienen. Das ist dann auch egal. Oder den wieder einführen oder sonst was. Genau, ja, also das ist halt, das verstehe ich halt teilweise bei einigen Neurechten, auch bei Kilic nicht hier, warum man da unbedingt, nur weil es ein liberaler AfDler sagt, so countersignen muss, so, da, gerade bei dem Thema sind die halt meistens nicht auf den Kopf gefallen, ja. Also man wird es halt in der näheren Zukunft, wenn nicht gerade irgendwie so ein Wunder passiert, nicht schaffen, an diesen Rundfunk heranzukommen. Was man aber machen kann mit 15, 20% AfD in anderen Bundesländern auch mehr, ist, denen das Leben schwieriger zu machen und damit der AfD und den Rechten das Leben einfacher. Und das heißt einfach, nutzt alle legalen Möglichkeiten, um die Leute an weniger Geld kommen zu lassen. Ja, kann man so sagen. Und das Ding ist halt, ich kenne jetzt keine aktuellen Meinungsumfragen und so weiter, aber einem Rundfunk das Geld abzudrehen, wäre, glaube ich, eine durchsetzbare Forderung, weil die halt auch vor allem so in breiten politischen, in verschiedenen politischen Spektren und so weiter vertreten wird. Aus der ganz einfachen Logik, ja, man könnte das doch so zu einer Art Pay-TV machen, so ungefähr. So. Nach der Logik, Netflix bietet ein besseres Programm und das zahle ich freiwillig so ungefähr, aber ich will halt hier den Rundfunk nicht sehen, so, sozusagen, ja. Andererseits, also nicht, dass ich das jetzt sagen würde, ich finde ja Netflix und so weiter, das ist ja eigentlich ja auch alles schlecht. Und das ist ja auch nicht die Frage, dass private Institutionen das genauso schlecht machen, aber dann musst du es wenigstens nicht bezahlen. Und das ist ja sozusagen dann der Vorteil. Auch wenn es nur ein kleiner ist. Ja, Und und wenn eben. natürlich die Konkurrenz dann vielleicht wieder am Markt erhöht ist, dann hast du vielleicht sogar die Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt unser rechtes TV und finanzieren das halt irgendwie selber oder finanzieren das, was weiß ich, hier, so à la Servus TV. Ja, das ist ja, glaube ich, so von diesem Red Bull-Typen. Ist jetzt natürlich jetzt keine deutsche Wochenschau, ja, aber so. Wenn halt das ganze Fernsehen privatisiert wäre, sozusagen, wäre es wahrscheinlich sogar noch leichter, sowas durchzusetzen. Könnte ich mir dann vorstellen, ja. Aber gut. Weiß nicht, was mal Großfunk GZ, wurde ja also vorgeschlagen als Thema. Dass es scheiße ist, das ist ja keine Frage. Ich denke, das ist soweit klar, ja. Muss man, glaube ich, nichts großartig noch zu sagen, ja. Außer dass natürlich, also eine Sache noch, weil Kilic das geschrieben hat mit ja, LeFloid und Rezo und was weiß ich, sind ja quasi auch nicht staatlich und RTL und Spiegel TV und ist trotzdem scheiße.
Also, Na und? Also, wie gesagt, es stimmt zwar, das aber so ist Leute halt wie so im Liv Sinne Lloyd von. und ich weiß nicht, ob Rezo auch, aber werden doch genauso vom Öffentlich-Rechtlichen teilweise finanziert. So, dafür gibt es Nein, doch diese das Ding ist Formate aber wie auch, Funk und so weiter. das ist halt ein schlechtes Argument, weil also, es geht so auf die gleiche Schiene von wegen, ja, selbst wenn die Impfung schädlich sein sollte, du rauchst doch schon, deshalb lass dich mal impfen, weil du ja sowieso schon ungesund lebst, so in etwa. Ja. Also man muss doch nicht, oder keine Ahnung, du wurdest doch schon einmal von mir in die Fresse geschlagen, lass dir doch nochmal in die Fresse schlagen, so in etwa. Also nur weil es das beides gibt, heißt es doch nicht, dass das deshalb dann beides dann akzeptabel ist oder weniger schlimm oder so, nein. Also man soll einfach seinen politischen Gegner dort treffen, wo man es gerade kann. So, und Genau. da man RTL oder so jetzt nicht, obwohl RTL macht, um ehrlich zu sein, ist jetzt nicht so schlimm wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was Propaganda angeht. So, das ist einfach schwachsinnig, das zu behaupten. Ja. Spiegel TV natürlich schon, ja, das Spiegel TV ist schon extrem, Spiegel TV schon, extrem ja klar. linksextrem, ja. Aber dann soll man doch das beim Gegner bekämpfen, was gerade möglich ist. So, und dann kann man sich um den Rest auch später kümmern, wenn das dann noch ein Anliegen sein sollte. Ja. Also das war auch noch ein Teil der Auswanderdebatte und so weiter. Wurde ja noch geschrieben, die höchstwahrscheinlich bald kommende Impfpflicht in Supermärkte und so weiter. Und was die Mods raten, damit umzugehen. Das Ding ist halt, selbst wenn du auswanderst und dann wanderst du ins tolle, Corona-freie Land aus oder so, okay, jetzt mal unabhängig davon, was würde man denn machen, wenn du gar nicht mehr existieren könntest ohne Impfung? Aktuell darfst du ja schon noch relativ existieren, sage ich jetzt mal. Dann irgendwann werden sie halt sagen, gut, die Tests müsst ihr selber bezahlen, weil jeder ein Impfangebot hatte. Und dann, wenn sie halt vielleicht irgendwann so weit gehen und sagen, ihr dürft nirgendwo mehr hin ohne Impfung. Und selbst wenn sie dich noch mit Test irgendwo hinlassen, musst du den Test halt selber bezahlen, wird's auf Dauer teuer. Gut, was ist da dann die Antwort? Entweder ihr habt jemanden in der Familie, der geimpft ist, oder jemanden Bekannten oder sonst was, den ihr einkaufen schickt. Oder ihr bestellt übers Internet, sofern das auch möglich ist. Was mit Essen zum Beispiel auch geht, auch wenn das eher weniger beliebt ist. Oder und so weiter. Ja gut. Und dann müsst ihr halt ansonsten, ne, entweder euch impfen lassen oder eben so weit einfach komplett ziemlich extrem stark weit aussteigen aus dem System. Was vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt ist. Ja, es wird einfach komplizierter in der nächsten Zeit. Ich würde halt niemanden unbedingt raten, sich impfen zu lassen. Ganz einfach, weil, Ich meine, wieso? eben allein schon der Fakt, dass man da so dazu gedrängt werden will. Finde ich schon die Notwendigkeit, also beziehungsweise schon die Notwendigkeit, sich nicht impfen zu lassen, finde ich dann dadurch eigentlich schon bewiesen, so, weil ich das einfach eine Frechheit finde, dass man da so reingedrängt wird, ja. Ja, also die Frage ist auf der anderen Seite, geht man so weit, wie zum Beispiel das Fuentes vorgeschlagen hat? Ja, ich habe mir gestern mal wieder America First angehört und er hatte halt vorgeschlagen, dass man quasi sich nicht mal so ein Ding fälschen lässt, was natürlich höchst kriminell wäre. Ja, macht das bitte nicht so, macht keine kriminellen Sachen. Aber es gäbe ja die Möglichkeit, solch einen Impfnachweis zu fälschen, zumindest theoretisch. Und seine Ansicht war, man soll das nicht machen, Weil man weil dann das das letztlich auch dem ganzen Impfnarrativ Ding, unterstützen würde, genau, weil es letztlich auch dem ganzen Ding immer noch Legitimität gibt. Also du ja. gestehst ja damit dem Ja, System klar. ein, sozusagen, dass es mit dieser Maßnahme Erfolg hatte. Ja. Und auch wenn ich selbst sozusagen nicht ganz mitmache oder mich auch in die Illegalität begebe, ich mache da ja dann trotzdem mit. Ja, ergibt Ja. Sinn für mich. Also. Da würde ich schon vorhin das vielleicht sogar zustimmen, ja. Weil da kannst du dich ja quasi fast schon wirklich impfen lassen. So ungefähr, da ist dann die Frage, das ist dann wieder so Risiko abwägen. Ist es dir wert, irgendwie illegal dir den Nachweis zu holen oder dich halt impfen lassen? Wo ist das Risiko jetzt größer? Wahrscheinlich ist das Risiko am Ende sogar für den Impfnachweis größer, den illegalen, ja. Also, das ist so das Nächste. Und an sich ergibt das schon Sinn. Das Ding ist halt, wie weit würde dann das System, das sogenannte, gehen, ja? Wenn es jetzt nur ist, okay, du darfst nichts mehr machen, außer vielleicht noch arbeiten gehen und im Internet einkaufen und daheim rumlaufen und irgendwie halt alles, was halt jetzt nicht öffentliche Einrichtungen oder sonst was ist, darfst du noch hingehen. Dann würde ich so sagen, ja, pff, ist mir scheißegal, dann sitze ich halt den ganzen Tag daheim und zock, ja, irgendwas. Oder nee, Quatsch, das ist jetzt übertrieben, ja, aber dann mache ich halt
dann lebe ich halt so ungefähr so weiter, wie ich vorher war, nur dass ich halt ab und zu mal nicht irgendwie in irgendeine scheiß Kneipe oder so gehe. Ist sowieso für den Arsch eigentlich. Oder sie sagen halt, okay, lass dich impfen, sonst kommst du in den Knast, so ungefähr, ins Impf-KZ, ja, oder so. Und dann ist halt wirklich Ja die gut, Frage, das sind ja so. die, das sind ja auch die zwei, sag ich mal, so Theorien hinter, was bringt jetzt das ganze Corona-Ding sozusagen. Es gibt einmal diese Intention, es ist sozusagen fast wie beim NS, so bei dem Historikerstreit so ein bisschen, der bis heute andauert, also nicht der neunte Historikerstreit, sondern andere. Es gibt sozusagen die intentionalistische Schule und die sagt, die Leute, sozusagen die NWO oder wie man das jetzt nennen will, hat halt einen durchformulierten Plan und der heißt halt, friss Insekten, setz dich in deine Mietwohnung, lass dich chippen und die 30, 40 größten Kapitaleigentümer der Welt regieren dann sozusagen mit ihrem Illuminatenrat alles sozusagen am Ende. Und es gibt die Schule, die sagt, okay, diese Tendenzen zu dieser Vereinheitlichung der Welt sind da. Aber Corona ist quasi so eine Art, oder zumindest Corona, wie es jetzt läuft, ist so eine Art Betriebsunfall, weil die Leute einfach, die an den Schaltstellen der Macht sind, einfach Halbgebildete sind. Das sind Parteipolitiker, das sind Leute, die von ihrem Fach eigentlich gar nicht so viel Ahnung haben. Und was die jetzt machen, ist eigentlich nur verzweifelt irgendwie versuchen, also weiterhin irgendwie an den Schalthebeln der Macht zu bleiben und deshalb diese Maßnahmen durchsetzen. Und ich glaube, Ich das ist hoffe ja eine. Zweiteres, ja. Das hofft, glaube ich, jeder, weil ich glaube, niemand hat Bock auf FEMA-Camp und Zwangschippung. Aber das ist Wobei das eben eine das das. andere ja nicht ausschließt, ja. Genau, ja. Das genau. Es kann ja auch beides parallel geben. Aber das ist, glaube ich, auch eine der entscheidenden Fragen der nächsten Zeit, so zu sehen, haben die Eliten wirklich einen Plan dahinter, was die machen, der dann wirklich in Richtung von, keine Ahnung, X-Akten, Alex Jones, schlimmsten Horrorvorstellungen aus den 90er Jahren zu World Government hinausläuft? Oder sind das einfach nur Idioten, die irgendwie versuchen, diese Systemkrise, also Wirtschaftskrise, Gesundheitskrise, Einwanderungskrise, Geburtenkrise, das ganze Zeug, was sozusagen seit dem Zweiten Weltkrieg dazu führt, dass Europa den Bach runtergeht oder dass auch der gesamte amerikanische Block den Bach runtergeht, irgendwie noch zusammenzuhalten, weil sie wissen, dass halt ansonsten nicht nur ihre Stühle ein bisschen kippeln, sondern naja, dass dann auch die Bevölkerung im Zweifelsfall Konsequenzen ziehen könnte, wenn denn eine Destabilisierung des Systems so weit gehen würde, dass wirklich breite Schichten sozusagen dann arbeitslos werden, ihr Einkommen verlieren, völlig abrutschen, zum Beispiel durch Sachen wie Automatisierung und so weiter, könnte ja auch passieren. Jetzt muss ich kurz einwerfen, noch eine Kompromiss-Take sozusagen, ja, jetzt, wenn mir das nicht alle Leute aufregen, was für ein Kack ich doch bin. Aber theoretisch könntest du zum Beispiel auch sagen, okay, wir warten jetzt noch ein bisschen ab und in 5 Jahren, wenn es dann soweit ist und ich mich impfen lassen muss, vielleicht kann man dann die Nachwirkungen und so weiter dieser Impfung viel besser abschätzen und das Risiko besser abwägen und sagen, okay, vielleicht ist es doch nicht so schlimm und ich lasse mich trotzdem impfen. Zum Beispiel. Das sind, glaube ich, so Ja, Sachen, auf die man jeden auch erst in der Zukunft, wenn es denn soweit ist, bewerten kann. Fall. Ja, Andere auf Sache, jeden zum Fall Beispiel sich. GEZ, ja, dieses GEZ verweigern, ist es dir wert, dafür in den Knast zu gehen? Das ist ja das Nächste, war es, glaube ich, bisher bloß 2 Leuten, ja. Ja, gut, 20 Euro, um ehrlich zu sein, das ist ja noch nicht wirklich was auf der Tasche sozusagen. Das macht die nicht Schlimm, unbedingt schwerer. schlimm, schlimm ist so die Hälfte des Eigentums durch Steuern schon mal vorweg, ja. Ja. Nicht Eigentums, Da, sondern Einkommens, ja. also dieses GEZ-Thema wird wahrscheinlich nicht die Massen so auf die Straßen treiben, weil es eben nur in Anführungszeichen 20 Euro sind, obwohl das ja natürlich auch schon Geld ist. So, Ja, darf man auf jetzt nicht jeden Fall. unterschätzen. Also, Vor allem halt das auch sind ja für jemanden, für. der Mindestlohn arbeitet, trotzdem 2 Stunden, die er gearbeitet hat. So, das ist Ja, gut, nicht ja. mit. Ja, klar. So, jedenfalls. Ein Thema noch, was wir jetzt einfach mal anschneiden. Wir können das hier theoretisch alles abhandeln, aber auf jeden Fall, du hast die Kurzfassung schon geliefert. Wie sollten Patrioten über China denken? Freund oder Feind? Vorbild oder Lehre? Naja, dann leg mal los, ist doch dein Lieblingsthema. Ja, keine Ahnung, ich würde halt so ein bisschen, sag ich mal, realistisch einfach sagen, Staaten haben Interessen so. Die Chinesen haben ihre Interessen, halt ihre Absatzmärkte zu sichern.
ihre militärische oder ihre geopolitische militärische Einflusssphäre zu sichern, ihre Bevölkerung zu versorgen und so weiter. In gewisser Weise haben die ja auch so eine Art eigenes globalistisches Programm, wo sie jetzt versuchen, in Afrika und im Indischen Ozean sehr stark an Macht zu gewinnen. Und normaler, gesunder deutscher Nationalstaat würde eben sagen, das können die alles machen, insofern sie nicht unsere eigenen Interessen irgendwie schneiden. Wenn es da dann eben zu Konflikten kommt, dann sollte Deutschland sich eben dazu einsetzen oder dafür einsetzen, den Einfluss Chinas zu begrenzen. Das ist, glaube ich, sag ich mal, also man sollte da nicht so stark ideologisiert rangehen, ist meine Meinung. Ja, ich glaube auch, dass viele Rechte so ein bisschen einen Fehler machen und anderen Staaten so auf den Leim gehen. Wir hatten das vor, ja, 5 bis 10 Jahren, sage ich mal, so in dem Bereich, mit Russland, wo irgendwie Russland so das große Ding war und alle so geil auf Russland waren und so weiter. Wir haben es jetzt noch nicht mit China so, aber es ist halt immer, glaube ich, so ein bisschen ein Problem. Wie du schon sagst, Staaten haben Interesse und warum sollten wir dann ständig den anderen so, ja, auf den Leim, wie gesagt, gehen, und anstatt unsere eigenen Interessen zu verfolgen, die sich natürlich decken können und die man dann eventuell schauen kann, wie man sie deckt und so weiter. Das ist ja auch so das Ding mit Kra, der nach Moskau gefahren ist oder wie auch immer, ja. Man will natürlich eine gute Beziehung mit Russland, warum sollte man die auch nicht wollen, klar, aber teilweise geht es halt dann zu weit und man schilt dann dafür irgendein Land, das nichts mit uns zu tun hat oder das halt einfach nicht wir sind, ja. So. Wo man halt sagen muss, bleibt doch mal ein bisschen, macht doch erstmal die Basics, ja. Ja, also man sollte da halt wenig, also man sollte halt, also vermeiden, auf der einen Seite halt China zu idealisieren als, keine Ahnung, die sind halt, was weiß ich, der neue Base-Staat oder so, weil die, keine Ahnung, halt Politik fürs eigene Land machen, weil das eigentlich so Standard ist und weil das letztlich auch dazu führen kann, man sieht es ja gerade im Falle von dieser Russland-Idealisierung, die ja jetzt stattfindet, dass man halt, du hast ja schon gerade angesprochen, letztlich eher Interessenpolitik für einen fremden Staat macht als für den eigenen, gerade was das eigene Geschichtsbild angeht und so weiter. Auf der anderen Seite sollte man aber auch vermeiden, dort unbedingt alles zu dämonisieren, was dort stattfindet. Also na natürlich so, was den Uiguren passiert, ist jetzt nicht das Angenehmste oder in Tibet oder dass halt jetzt quasi alle umliegenden Staaten irgendwie latent von China bedroht sind. Auf der anderen Seite mal sehen. Also man sollte da einfach realistisch bleiben, was das angeht und nicht dort in irgendwelche Horrorvorstellungen, aber auch nicht in Idealisierungen verfallen. So. Es ist immer noch ein Staat auf der anderen Seite der Welt so. Genau, mit dem kann man ja theoretisch Geschäfte machen oder halt nicht und wie auch immer, ja. Es kann natürlich auch sein, um vielleicht mal so eine neue Perspektive zu bringen, dass das wirklich so der neue Kalte Krieg dann wird gegen China. Ja, oder vielleicht teilweise läuft der so ein bisschen als wirtschaftlicher Krieg und so. Aber ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Aber dann ist es halt so, wie es ist. Das ist halt auch so, da kann man jetzt keine große Einschätzung oder Meinung oder sonst was so geben. Das muss man halt dann sehen, wenn es soweit ist. Ich denke jetzt nicht, dass, ja, wie soll ich sagen? Ich sag mal, wenn du ein Feindbild hast und eine Nation auf irgendwie darauf einschweißen kannst, ist es nicht zwangsläufig schlecht, nur dummerweise, wenn halt das vor diesen Vorzeichen geschieht, wie wir sie jetzt haben, wird es jetzt auch nicht unser Vorteil sein. Ja, also der Konflikt im Pazifik ist erstmal die Angelegenheit der USA und der dortigen Staaten so. Wenn China nochmal zu einer größeren Macht in der Welt werden sollte, die auf deutsche Interessen beruht, dann sollte man da auf jeden Fall natürlich gegensteuern, aber vorher ist das jetzt, Klar. kann man sich dann ein bisschen entspannt In einer zurücklehnen, Art ja. Kalter Krieg 2.0 haben wir ja diesmal das Glück, nicht zwischendrin zu liegen. Genau, wir sind jetzt nicht immanent jetzt bedroht von der nuklearen Vernichtung, wie es halt noch im letzten Kalten Krieg der Fall war. Wir sind nicht das Schlachtfeld, zwischen den Blöcken. Ja. Einer schreibt hier Krafttraining. Ich weiß jetzt nicht, worüber er will, dass wir sprechen. Ja, sollen wir ihn jetzt da groß was erklären oder so? Ja, aber trainier halt einfach, ja. Und gut ist. Ich meine, gibt's glaube ich andere
Leute, die sich genug mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wenn du dann was wissen willst oder so, ja. Einer schreibt noch, was ich ganz lustig finde, das Duell Sellner versus Lichtmess in MS Live. Hast du das mitbekommen? Ja, also ich habe da mal zwischendurch reingeschaltet. Das war letztlich so auch so, also an sich so ein Es war bisschen sehr gerade das, leiwand, was habe ich ich, gehört. das, ja, es war sehr leiwand. Also es war ein bisschen so wie das, was ich angesprochen hatte, mit haben die Eliten einen Plan oder nicht? Im Sinne von Zelda sieht eher so ein bisschen diese geistesgeschichtliche Entwicklung von, ja, hier entropische Ökophobie, Technikgestell, irgendwelche Heidegger-Begriffe einfügen, Liberalismus, Moderne, bla bla bla, wo es halt einfach irgendwie geistesgeschichtlich dann hingeht in Richtung von postgeschichtlich, postmenschlich, transhumanistisch, Welteinheitsstaat und so weiter. Ja, aber Und Ökophobie ist ja Lichtmess auch hat so eine eben gesagt, Rechtsfrequenz. und Lichtmess hat dann eben gesagt, sozusagen dieser Sam Hightech, these people who are fighting you have names and addresses sozusagen. Also im Sinne von, dass halt, also egal, ob da jetzt so eine geschichtliche Entwicklung ist, man darf nicht vergessen, dass doch Menschen bewusste Entscheidungen treffen. Und gerade in der Corona-Krise oder in dieser Pandemie in Anführungszeichen, kann man doch nachverfolgen, dass bestimmte Influencer, bestimmte Institute, bestimmte Institutionen, gerade im Gesundheitssektor, aber auch im privatwirtschaftlichen Sektor halt uns in diese Lage geführt haben. So, also die WHO oder die Chinesen oder gewisse Leute, die dann, wo in Italien der große Ausbruch war, geschrien haben, wir bräuchten Lockdowns, Lockdowns, Lockdowns. Oder dass halt die Patente für diese Impfung schon sehr, also sehr suspekt früh angemeldet waren und sowas. Und deshalb ging Licht, also oder ist Lichtmess Standpunkt eher, dass man doch schon von einer Art Verschwörung ausgehen kann. Natürlich nicht im super, super Bösewicht Comicfilm-Sinne, aber doch schon im Sinne von Eliten haben geheime Absprachen, weil sie Ziele verfolgen, die die Mehrheit der Gesellschaft nicht mitverfolgen will. Und das, denkt er, ist bei Corona der Fall. Und Ich ja, meine, es keine Ahnung. gibt ja auch so diesen Sellner-Take bezüglich der Kathedrale und so weiter. Also, dass sich das System auch ein Stück weit verselbstständigt hat. Und ich glaube schon eher, dass das auch ein bisschen der Fall ist. Was ja dann letztendlich, so wie ich das verstehe, auch eher, ist es dann eher nicht, ich weiß jetzt nicht, ich widerspricht in dem Sinne keinen der beiden Aussagen oder so. Aber ich halte das durchaus für plausibel, ja. Weil, ja, wie soll ich sagen, die Leute, denen geht es ja teilweise zumindest zu den unteren Rängen, sage ich jetzt einfach mal so, keine Ahnung, so Leute wie Rezo oder so zum Beispiel. Ja, das sind halt wirklich so, ja, jetzt lass dich impfen zum Schutz von allen und so. Da kickt ja teilweise noch so ein bisschen der Tribalismus rein und so, dass die halt wirklich so im Endeffekt dieses Gefühl, Verpflichtungsgefühl oder verpflichtende Gefühl gegenüber der Bevölkerung und so weiter haben, ja. Was auch interessant ist, aber halt, wie gesagt, eben unter diesen Vorzeichen der NPO, ja. Was halt interessant ist, aber wie gesagt, dieses Narrativ hat sich eben teilweise verselbstständigt, sodass eben dann auch die Meinungsmacher das übernehmen und halt teilweise eben auch auf die Spitze treiben. So. Um mal das abschließend dazu festzustellen. Weiß nicht, ob das jetzt noch groß behandelt werden soll. Ich habe ja das leider nicht diesen Stream gesehen. Er hat's, wurden irgendwie gepostet und ich war zu faul oder zu blöd, keine Ahnung, dann da auf die Live zu gehen und mir das anzuschauen. Aber es Ja. soll wohl sehr lustig gewesen sein, ja. Ja, gut, es hatte noch so ein bisschen diesen, weiß nicht, so Platzboards-Faktor, weil halt, man hatte halt diesen dicken Langenberg so als Moderator. Und links auf dem Bildschirm war dann Sellner zu sehen und rechts auf dem Bildschirm war dann der Lichtmess zu sehen. Und der Lichtmess hatte irgendwie noch die schlimmste Internetverbindung nebenbei. Und er hat dann auch Sellner vorgeschlagen, dass er kein Interesse an der wirklichen Debatte hätte, sondern quasi nur seine Kassette abspulen würde. Mit so Phrasen, die er immer hat. Und deshalb hat Lichtmess auch gesagt, dass er eine Debatte mit Sellner nicht für sinnvoll erachtet. Geil, ja. Sehr gut. Vielleicht der Valentin als Moderator lustig gewesen. Wäre ja eine ähnliche Erscheinung. Jedenfalls,
Gehe ich jetzt einfach mal auf die Themenvorschläge hier auf dem Discord-Server. Wir haben jetzt einen neuen Discord-Server im Übrigen. Also den Link findet ihr noch auf dem alten. Wir werden das bei Gelegenheit mal alles ändern und so weiter. Aber ja, He-Man Netflix-Serie. Ja, schreibt hier einer. Ich meine, gut, über Netflix müssen wir, glaube ich, nichts sagen. Linksextrem und so weiter, ne? Das ist ja bekannt. Und das ist jetzt wohl so, dass He-Man selbst aus der neuen He-Man bzw. Masters of the Universe-Serie rausgecancelt wurde, weil er halt einfach zu toxisch männlich oder wie auch immer ist, ja. Der Mathe-Mann wird nicht mehr auftauchen in der neuen Der Serie. Mathe-Mann, genau, ja. Also, ich meine, ist jetzt nur so eine Randnotiz, sage ich mal, die man feststellen kann. Nur ein weiterer Schritt in Richtung Sodom und Gomorra und so, naja, also. Die Tiefenanalyse zu der ganzen Thematik haben wir eigentlich schon an anderer Stelle, glaube ich, getroffen. Es ist halt Ja, so, es ist es einfach ist, Teil von die haben dieser. eine Agenda, die Leute, die dahinter stecken. Also quasi das Thema, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, die haben eine Agenda, die Leute, die dahinter stecken, setzen sie eben damit um. Und Es es ist ist halt einfach ein Teil von weiterer Schritt dieser. in Richtung weiß und männlich und hetero wird jetzt verboten, ja. Genau, ja, es ist halt Teil von einer, sag ich mal, größeren kulturellen Entwicklung, weil man sieht das auch bei diesen ganzen Marvel- und DC-Filmen so ein bisschen. Also, diese ganzen Comicbuchfiguren wurden ja in etwa erfunden von den 30er Jahren bis in die 80er Jahre. Und dort war es eben noch erlaubt, dass dann irgendwie so ein Superheld, der weiß ist, und wie He-Man ist ja dann auch irgendwie so. Quasi so der blonde, blauäugige Typ dort, der dort muskulös und also quasi Ja, so Bap-mäßig rumläuft. Das war damals halt noch Teil der Kultur. Auch weil man es da, also man konnte das halt nicht anders vermarkten. Ja, wer hat ein also Comicbücher gekauft? Das waren halt diese weißen, jugendlichen Männer, Jungs aus den Suburbs, so. Die haben sich da selbst drin gespiegelt gesehen. Oder gerade auch bei Captain America ist das interessant. Also gerade als der amerikanische politisch-mediale Apparat sozusagen die Stimmung so brauchte, dass man irgendwie sozusagen den Krieg gegen Deutschland rechtfertigen muss vor der amerikanischen Öffentlichkeit. Da kommen dann solche Figuren wie Captain America, der dann blond ist, blauäugig, muskulös und verprügelt dann Nazis. Oder auch Aquaman, so hatte mir jetzt irgendjemand mal erzählt, so die erste Ausgabe von Aquaman irgendwie aus den 40er Jahren ist, dass der halt irgendwelche deutschen U-Boote oder sowas angreift, weil sie den Ozean irgendwie verschmutzen würden oder sowas. Also das war damals noch erlaubt, das war Teil, das musste einfach Teil Ich der meine, Kulturindustrie sein, weil so einfach die Amis waren, die haben sich so selbst gesehen als Wasps, als Nordeuropäer, dieses als Narrativ hat es freiheitsliebende Menschen. Und damals ja jetzt auch gegeben kommt. mit dem Anti-Nazi und so weiter. Das ist ja ganz normal, nur das ist halt so nach dem Motto, so wie es halt jetzt auch mit Veteranen teilweise ist, die im Nachhinein gecancelt werden eben. Obwohl das doch genau gegen die Nazis eben gekämpft haben, ja. Aber naja. Ja, eben, also dieser kulturelle Kampf hat sich eben ausgeweitet von böses NS-Regime zu letztlich alle Nordeuropäer so. Und da fallen die Amis eben auch drunter. Und deshalb ist jetzt eben Spider-Man irgendwie in so einem neuen Videospiel halt ein schwarzer Jugendlicher. Captain America ist jetzt, soll jetzt irgendwie auch irgendwie eine farbige Frau werden und so weiter. Es ist einfach so weitergegangen und da gibt es eben keinen Platz mehr für diese weißen Helden gestalten, ja, Batman, Superman, Spider-Man, He-Man, diese ganze, oder auch Alle Star Männer. Wars hat man es ja gesehen, so, also das wird alles verschwinden, so, und hoffentlich, also das ist ja auch keine hohe Kultur, so, das ist jetzt nichts, also ich weiß gar nicht, ich glaube, es hat irgendwann mal Nikolai gesagt, so im Sinne von, oder das ist generell schon länger ja so ein Spruch, so, Deutschland braucht keine Superhelden, wir hatten unsere eigenen in unserer Geschichte, so, aber, Was also halt Deutschland hat genug. auch irgendwie teilweise so ein bisschen Unfug ist, es stimmt zwar, aber die Amis haben das ja so gesehen auch, ja. Vor allem damit ja keine Ahnung, jeder Golfkrieg-Veteran, was weiß ich, da zum Helden stilisiert und so weiter. Die haben halt da Ja, klar, aber ja. also nicht mehr, weil man darf ja auch nicht vergessen, Nein, klar, naja. in Amerika selbst ist kommt ja auch von so dieser Moldbug-Ecke. Es gibt ja in dem Sinne auch, oder auch von anderen Leuten, es gibt ja dieses Middle America und es gibt
die Küsten und es gibt das Red Empire und es gibt das Blue Empire. Also auf der einen Seite dieses konservative, republikanische, das sind dann eben, das ist eben das Red Empire, ja, weil die Republikaner haben ja Rot als Farbe. Und das Blue Empire, das ist dann eben Außenministerium, Finanzsektor, Mediensektor, Demokratische Partei und so weiter. Und die bekämpfen sich ja auch gegenseitig. Und dieses Blue Empire hat an sich keine Helden, weil diese Leute, die für Amerika gestorben sind, ob das jetzt in Vietnam ist oder im Irak oder so, das sind ja alles Vertreter dieses Middle America. Das sind alles Republikaner, in Anführungszeichen. Und das Blue Empire sorgt ja auch immer dafür, dass die Helden, die Amerika als Nation eigentlich bräuchte oder eigentlich hat, so, also die Gründerväter oder selbst Leute wie Lincoln, bis halt jetzt so, also alle, die irgendwie in der amerikanischen Geschichte eine Rolle gespielt haben, die werden ja als Rassisten dämonisiert, als anti-schwarz, anti alles, was sozusagen nicht Wurst ist. Und die sind ja nicht mehr gebräuchlich. Es gibt ja den gleichen Prozess wie in der Bundesrepublik, dass halt die Gründerväter des Staates selbst jetzt stark dämonisiert werden. Ja, naja, sicher, klar. Wobei, mir fällt noch so ein, ich glaube, Amazon oder Netflix sind ja beides im Endeffekt so Video-on-Demand-Produzenten. Da gab es dann diese Queer Force oder QQ Force hieß es, glaube ich. Also an sich schon lustiger Name, ja, weil Q in dem Fall natürlich nicht für QAnon oder so steht, sondern für Queer. Wobei wirklich so eine Zeichentrickserie mit Superhelden und das, was die Superhelden so besonders macht, ist halt. Nicht ihre Fähigkeiten so, das gab's ja alles schon mal, sondern dass sie eben queer sind. Also so die LGBT-Superhelden-Vereinigung. Also es wird halt schon an allen Ecken so ein bisschen natürlich forciert, das wissen wir ja, das haben wir schon mal festgestellt. Ja. Und gut, das He-Man. Interessant bei He-Man ist natürlich auch, dass er quasi so der muskulöse, blonde, blauäugige, was weiß ich, der Typ ist, ja. Der aber eigentlich auch in der Unterhaltungsindustrie, gerade aus amerikanischen Produktionen und so, immer eigentlich so für den Typus des Bösewichten oder oft für den Typus des Bösewichten so herhalten sollte. Zum Beispiel, keine Ahnung, ja, nimm, was weiß ich, Universal Soldier oder fällt mir jetzt gerade so ein, war halt nämlich ja auch Dolph Lundgren, Rocky 3 den oder was meinst du Bösewicht jetzt? gespielt hat. Nee, das war Rocky 4, ich meine jetzt Universal Soldier, wo Dolph Lundgren den Bösewicht gespielt hat, der ja auch den He-Man in Masters of the Universe gespielt hat, weil das ist ja auch ganz interessant. Aber wie hieß der Film? Stirb langsam zum Beispiel, wo die Bösewichter dann auch Deutsche sind. Bei Lethal Weapon habe ich jetzt neulich mitbekommen. Der zweite Teil von Lethal Weapon ist im Endeffekt ein Anti-Apartheid-Film wohl, wo halt, du hast halt immer so ein bisschen, du hast halt immer so den schwarzen, du hast halt immer so den weißen Helden natürlich auch. Also gerade bei so Hollywood-Geschichten, so den weißen Helden, der halt jetzt vielleicht nicht so der Über, ja, wie soll ich sagen, ich sage jetzt einfach mal der Über-Arier ist oder so, sondern halt so ein normaler weißer Typ sozusagen. Und dann immer so die Bilderbuch-Arier sozusagen durften dann für den Bösewichten herhalten. Ne? Zum Beispiel, wie gesagt, Universal Soldier ist ja Dolph Lundgren der Bösewicht und Jean-Claude Van Damme dann eben der Protagonist, ja. Ja, ich finde es ja schon interessant bei Rocky 4, was ja sozusagen, da hatte auch Das ist auch interessant, ja. so ein kanadischer YouTuber darauf hingewiesen, also das halt quasi so, eigentlich müsste man ja davon ausgehen, so, dass halt sozusagen Amerika sich so als Vertreter der europäischen Zivilisation im Kampf gegen den Kommunismus oder sowas so, sich dann den, weiß nicht, den Dolph Lundgren sozusagen als seinen Kandidaten entstellt. Aber nein, der blonde, blauäugige Übermensch sozusagen steht dann für das Sowjetregime. Während halt diese ganze Truppe aus Rocky, ich meine schon der, wie heißt der nochmal, Sylvester Stallone oder wie der heißt. Ja. Also auch so ein Italiener quasi ist, so ein Ja. dunkelhaariger Italiener. Dann Und Apollo diese ganze. Creed, so heißt zumindest der Charakter, ist ja ein Schwarzer, der ja, glaube ich, ursprünglich dann der Champion war in den ersten beiden Filmen und so, der dann halt als Coach, glaube ich, auch mitgeht. Dann Genau, also halt seine du hast Frau, diese beziehungsweise dann Multi, auch diese, ja, du klar. hast diese, diese, diese Mul dieses multirassische, sehr diverse Team sozusagen, was dann für Amerika steht. Und auf der anderen Seite hat man sozusagen diese Uniformierten, weil da sitzen dann ja ganz viele Sowjetoffiziere dann noch in diesem Boxclub dann rum, uniformierten, blonden, also wirklich wie aus dem Bilderbuch fast schon von anderen Staaten so.
aussehenden Russen oder Sowjetrussen, die dann den Kommunismus sozusagen Ja, repräsentieren, und dem gibt das dann ist halt der, so ein Phänomen, das ist. dem gibt dann der, der dem gibt dann der Italiener Rocky mit seinem sehr diversen Team sozusagen eins auf die Schnauze. Ja. Was aber auch wieder interessant ist, dass ja am Ende, glaube ich, auch so eine Versöhnung dann irgendwie eintrifft zwischen den beiden Boxern irgendwie. Also, ja. Ich meine, wobei Rocky natürlich, oder nicht Rocky, Sylvester Stallone ja teilweise auch schon so Opfer der sogenannten Cancel Culture wurde, gab es ja diesen Film Rocky, nicht Rocky, Rambo 5 oder Deplorables. so, also halt Rambo Last Blood, wo dann am Anfang diese Szene war, wo er diese Frau dann rettet, und das war dann ja auch schon wieder sexistisch oder so, weil er halt eine Frau rettete ungefähr, ja. Ich meine, du findest wahrscheinlich zu jedem Scheiß irgend so eine Cancel Culture-mäßigen Artikel. Achso, und was ich noch sagen wollte, weil wie gesagt, das so ein Phänomen in den Filmen war. Oft hast du es halt auch, dass du einen weißen Typen hast, der dann vielleicht so ein bisschen natürlich für die Weißen eben Identifikationsperson sein soll, so wie eben Bruce Willis hier in den Stirb-Langsam-Filmen oder halt Mel Gibson in den Lethal-Weapon-Filmen. Was halt auch gerade so Actionfilme sind, die natürlich eben entsprechend so ein männliches Publikum und so ansprechen. Und dann hast du halt den ihren Partner, der halt dann irgendwie so ein Schwarzer ist, der dann auch oft eine total wichtige Rolle und so weiter spielt. Ja, das ist halt auch ein interessantes Phänomen. Genau, da gibt's auch diesen Schwarzenegger-Film, wo er dann so dem Schwarzen die Hand gibt und dann so, Ja. boah, so Power-Handschlag, die beiden machen. Es gibt's auch, ich weiß gar nicht, wie der Das Film ist heißt, Predator aber. tatsächlich, ja. Ach, genau, bei Predator, genau, ja. Wobei da ja dann Schwarzenegger trotzdem noch so der Hauptheld ist. Wenn du zum Beispiel so bei Lethal Weapon das nimmst, ist halt dieser Mel Gibson so der Zivilversager, der Versager, der Trottel und so weiter, der immer vom Schwarzen so ein Stück weit auch erzogen wird. Und was halt auch so ein Phänomen ist, dass halt die Schwarzen immer so dargestellt, so, ich sag jetzt einfach mal, sehr weiß dargestellt werden in den Filmen. Also die haben dann auch irgendwie so ihre McMansion und die Kinder gehen dann aufs College und tragen dann irgendwie so ihr Hemd und mögen dieselbe Musik und so weiter. Das ist halt so Grüße übrigens. quasi eine Grüße, eine Identifikationsperson für Weiße sozusagen, aber die andere Hautfarbe. Was halt jetzt sicherlich auch so ein bisschen so die Programmierung Richtung, ja, wir sind alle gleich und so weiter ist. Ja, es ist halt so die interessante Epoche in den 80er Jahren in Amerika, wo sozusagen, also zum einen diese Kulturrevolution der 68er oder so ist schon durch. Also diese alte, und auch mit dem Civil Rights Movement und sowas, also dieses alte Wasp-Amerika, das ist weg. Und damit können sich die Amerikaner nicht mehr identifizieren. Also was passiert, als mit Reagan wieder so ein etwas konservativerer, etwas rechterer an die Macht kommt? Es gibt jetzt diesen, wie gesagt, diesen Rocky IV-Nationalismus. Also Amerika ist multirassisch, multiethnisch, das hat mit diesem alten Wasp-Amerika, wo dann vielleicht noch so viele Blonde rumgesprungen waren wie bei den Russen, nicht mehr sehr viel zu tun. Aber was halt Trump auch einmal gesagt hat, we all still bleed red, white and blue. So, wir sind Ja, alle noch in total. Verfassung. Amerika ist großartig. Wir vertreten hier das überlegene System gegenüber dem Ja, so Sowjetkommunismus, nach so dem Motto, sie praktisch. sind zwar schwarz, aber sie sind auch Amerikaner, ja. Hatten wir ja auch Genau. öfter. Oder auch so nach dem, so wie Biden oder jüngst auch, so wie ich das gehört habe, Spahn, bei der Impfung eben an den Patriotismus appellieren, ja. Also so. Und das ist eben dieser Staatspatriotismus, den ich auch vorhin so ein bisschen angesprochen habe bezüglich der Spezialeinheiten und so. Natürlich vielleicht nochmal ein bisschen eine Zacken unpatriotischer, aber so in der Richtung eben, ja. Es ist halt interessant, dass man sich dann das eben so auf die Fahne schreibt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Gut. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar lustige Themen finden, ja. Neuer Lockdown Ihr in habt. Israel, trotz 65% vollgeimpft. Kurze Frage, ihr habt schon über Volt geredet. Nee, aber wir haben über Ampere und Watt geredet. Ja, da kannst du ja übernehmen. Ich muss dann ja mir Also, etwas anderes die erstmal geben. Ablösung, sozusagen Genau. für Torben ist jetzt da, ja. Da können wir jetzt über Volt reden. Ja. Wobei Israel eigentlich Ja. fast noch interessant gewesen wäre, in an Anknüpfung sozusagen an die Themen, die wir vorher hatten, weil sicherlich natürlich auch viele Leute, die so diesen Glauben anhängen, dass hier so eine Elitegruppe und so weiter da uns steuert, dass natürlich da Israel auch nicht unschuldig dran wäre und so. Wie oft habe ich jetzt und so gesagt?
Interessant ist natürlich, dass die so durchgeimpft sind und jetzt trotzdem wieder Lockdown machen müssen wegen den vermeintlich hohen Zahlen. Ich habe da jetzt direkt eine Verschwörungstheorie dazu. Die haben quasi die Leute nur zum Schein geimpft mit Kochsalzlösung und es war gar keine richtige Impfung, deswegen wirkt es nicht gegen den Virus. Oder es ist einfach so, dass die halt das genauso mitmachen. Nicht, weil die jetzt hier die bösen Overlords sind, sondern weil sie halt genauso Teil dieser sich verselbstständigen Ideologie sind. Und das haben wir ja über Israel auch schon öfters mal gesagt, dass das eben nicht so ist, dass das jetzt hier der große Satan ist, wie irgendwelche Moslems behaupten, sondern dass die halt genauso im Endeffekt teilweise auch rivalisierende Ideologien und so weiter im Land haben und so weiter, ja. Und dass die Ja, natürlich das dann ist ja eben auch klar. dem Corona-Narrativ und so weiter und so anhängen, ja. Und so ist das neue Alter. So, das ist eben so meine Feststellung. Gott. Und Ja. die Impfung oder die Impfdurchbrüche, das wird uns ja in Deutschland genauso erwarten. Es ist halt, es liegt halt daran, dass die Impfung halt irgendwie nichts bringt, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Also es ist, wie soll ich das sagen? Zunehmend wird es ja irgendwie offensichtlich gefühlt, dass die, oder es ist ja mehr oder weniger so, dass die Impfung gefühlt immer weniger bringt. Ja, also ich wünschte mir, dass die Impfung halt tatsächlich so boom, so du bist komplett abgesichert, du kannst niemanden infizieren, du selbst bist geschützt und kannst es auch nicht bekommen. Das wäre halt gut, um mal sozusagen den Corona-Wahnsinn mal zu beenden, ja? Nicht, dass es heißen Ja, würde, dass das es wäre dann gelöst halt wäre. pragmatisch gut, ja. Das Problem ist ja, dass das jetzt anscheinend ja nur so ist, ja, wenn du das machst, dann hast du vielleicht einen geminderten, also einen nicht so harten Verlauf oder sowas, was halt für, ich würde so sagen, mindestens die Hälfte der deutschen Bevölkerung halt relativ irrelevant ist, weil die sowieso keinen krassen Verlauf hätten. Ja. Das ist es ja. So, die sagen dann, ja, das ist dann sinnvoll, weil kann ja auch sein, dass man dann weniger Partikel ausstößt und so weiter. Ja. Gefühlt sind wir ja schon seit 80 Jahren Im dabei, Lockdown. dass wir in 90 Jahr, 90 Tagen beim Impfziel sind, ja. Ja. Ich habe ja neulich irgendwie was gelesen, dass da so quasi Corona-Bug-Chaser unterwegs waren. Ich schätze mal, um dann eben dieses Gesundet-Attest zu bekommen. Aber die halt einfach nie krank wurden. Ja, genial. Bin ja auch so einer. Ja. Weil aber dabei bist du ja gesundet. Andererseits, Ja, das selbst wenn du mal stimmt. Corona hattest, hast du ja nicht zwangsläufig diese Antikörper und so weiter. Das ist alles eine richtige Ich habe es halt sogar Abfuck. nachgewiesen, dass ich Antikörper habe. Das ist gut, aber wie lange gilt es dann? 6 Monate mindestens. Ist auch schlecht, ja. Ist auch nicht dauerhaft. Ja, das Sechste ist, wie lange gilt die Impfung? Also es kann man mir gut vorstellen, dass dann irgendwann die dritte Sechs Impfung nachkommt Monate. und so weiter. Ach, auch 6 Monate, Junge. Ja, Das die ist. dritte Impfung, die kommt in Israel. Kein Scherz. Ja, klar, das ist. Glaube ich sofort. Ich meine, auch ein weiteres Thema, was ich neulich auch auf Telegram gepostet hatte. Sozialpunktesystem wird jetzt wohl auch in Amerika diskutiert oder so. Also jetzt nicht komplett offiziell und so, aber es wird hier TheHill.com, Opinion, Coming soon, America's own social credit system. Ja, also wir wollten es nur mal gesagt haben, dass das da drüben auch langsam so in die Startlöcher geht. Hat man ja in Deutschland schon mit Kahane, nicht Kahane, wie hieß die? Henriette Reker, ja, die das so hat anklingen lassen. Durchaus interessant. Gott, ey. Das ist so ein Scheiß. Ich will einfach mal, dass das jetzt Ja, zu Ende es ist. ist wirklich Also so, ich wie du meine es halt vorhin schon selbst. angesprochen in Bezug auf diese Auswanderung und so weiter. Manchmal warum können wir nicht einfach unsere Ruhe haben? Warum müssen wir hier im totalen Kommunismus mit dem Sozialpunktesystem und im Corona-Kommunismus und was auch immer leben, ja? Das regt Ja, mich Boomer, dass also. ich diese Worte benutze, ja, aber ihr findet ja Das Ding, Kommunismus alle geil, die sowas sagen. mit der Impfung vor allem, also wie gesagt, ich sag, es wäre halt gut, wenn die tatsächlich anschlagen würde, dass sie halt real ist, gesagt, ja. Aber also es ist natürlich, also wir wurden jetzt natürlich wieder bestätigt, dass das ja anscheinend nicht mehr so dieses krasse Ding ist, was jetzt Corona irgendwie in Schwitzkasten nimmt, Ja was klar, natürlich schlecht weil so ist. blöde Impfverweigerer wie wir nicht mitmachen, ja, wir sind schuld. Ja, aber ich meine, so
Wir wollen ja eigentlich gar nicht bestätigt werden in solchen Dingen, ja. Ich Wir wollen ja schon. eigentlich. Also am besten wäre es ja, wenn das Ich halt einfach will, funktioniert eigentlich will hätte und ich, es wäre dass dann es wieder vorbei vorbei gewesen. ist hier, dass wir wieder unsere Ruhe haben, klar, aber das ist halt so das Ding, wo ich das Gefühl habe, dass es gar nicht gewollt ist. Ja. Weil man könnte das ja schon längst beenden. Muss man halt den Ja. Medial, der mediale Apparat muss halt vor allem mitmachen. Frag mich, wann die halt mal wirklich aufhören. Weißt du, in England geht es ja richtig ab. Ja, du musst dir vorstellen, da berichten die, ja, weil also du musst dir vorstellen, da sind ja die Fallzahlen so ungefähr das Zehnfache von dem, was ja in Deutschland abgeht. So teilweise so in Bereichen wie der Isle of Man, ja, das 30-fache und mehr. Und dort wird dann gesagt, ja, weil wir so früh und krass und was auch immer geimpft haben, könnte es jetzt gut sein, dass wir jetzt hier Haben wir nicht eine. gemacht, wir haben das Impfen ja auch Nein, nein, die verkackt, meinen, aber. na, die mein, also die meinen in England, ja. Ach, England, ja. Ja. Sie sagen, weil so viele Leute geimpft sind, könnte das gut dazu führen, dass sie letztendlich die Evolution oder die Entwicklung des Virus vorantreiben damit. Und da steht dann, Ja, ist also dazu ein habe ich auch was Artikel. gelesen, dass die Impfung praktisch die Mutationen und so weiter nur fördert und gar nichts wirklich bringt. Alter. So, und dann gibt es Ja, natürlich okay. sowas wie ADE und was auch immer. Könnt ihr mal googeln, was ADE ist, ja. Werde ich jetzt nicht zu erklären. Das habe ich da persönlich natürlich, ich bin kein Arzt, auch noch nicht zu 100% verstanden, aber letztendlich These ist da, dass wenn du dich impfen lässt, dass du mehr oder weniger so ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd also den Coronavirus quasi nicht hineinschmuggelst, bis zu einem bestimmten Grad, und das tatsächlich auch dazu führen könnte, dass eine tatsächliche Infektion mit Corona danach dann noch Noch wahrscheinlicher ist. schwerwiegender Achso. ist, weil dein Immunsystem quasi kooptiert ist. So ein Geil. bisschen. Ja, ich müsste mir das nochmal anschauen, aber Ja, es ist eine was bei extrem jungen esoterische Leuten Geschichte. wohl, habe ich das gehört, soll das vor allem dann wohl eher der Fall sein, glaube ich, aber ja, weil du dann sozusagen schon korrumpiert bist oder wie auch immer. Naja, gut. Möglich. Ich meine. Es ist halt eigentlich, mir ist es eigentlich fast sogar egal. Weil ich mich sowieso nicht impfen lasse. Hier. Aber Aber. hier einmal kurz eine Zusammenfassung, das ist jetzt auf Englisch, aber hier, what is ADE? ADE occurs when the antibodies generated during an immune response recognize and bind to a pathogen, but they are unable to prevent infection. Instead, these antibodies act as a Trojan horse, allowing the pathogen to get into cells and exacerbate the immune response. Also quasi letztendlich, dass die Immunreaktion bei einer tatsächlichen Infektion dann tatsächlich noch stärker ist. Das ist natürlich schlecht. So. Ja. Das ist ja gut, weil du dann quasi besser geschützt bist. Ja, genial. So, und das sind halt diese, also ohne Spaß, es ist alles so verwirrend, weiß, man weiß nicht mehr, ob man tatsächlich zum Beispiel von England nach Deutschland kann oder darf. Das weiß man sowieso. Ich habe, Alter, die Maßnahmen ist ja das Nächste, aber wo du dir wirklich denkst, die würfeln. Also ohne Scheiß. Neulich habe ich was richtig Geiles gelesen. Es war, glaube ich, in Bayern, keine Ahnung. In Altersheimen, da darfst du dann deinen Besuch machen. Und wenn du nicht geimpft bist, musst du FFP2-Maske tragen, was in Bayern sowieso so der weite Standard ist. Und wenn du geimpft bist, darfst du medizinische Maske tragen. Also das ist praktisch der Vorteil, den du dir dann erimpft hast, ja. Warte, wo? Es war bei Besuchen in Altersheimen. Ganz wahrscheinlich, ich habe das, glaube ich, auf Regensburg oder so auf der Seite. Habe ich das gelesen, ja. Wenn du nicht geimpft bist, musst du einen ABC-Anzug tragen. Hier, regensburg.de/aktuelles/coronavirus/corona-Regelungen/Inzidenz unter, also minus unter, ja, Scheißtag 35. Und dann, ja, hier, was ist das hier? Maskenpflicht? Keine Ahnung, jedenfalls blickt kein Schwanz mehr bei diesen scheiß Regelungen durch. Wie viele Leute darfst du treffen? Was darfst du, wenn du geimpft bist? Was, wenn nicht? Was getestet und Scheißdreck?
Also richtig, Ja. richtig übertrieben, bescheuert einfach nur. Und am Ja, zum Ende Beispiel halten so. sich die Leute halt einfach an die stärkeren Regeln, weil sie halt nicht wissen, ob sie nicht vielleicht doch was Illegales machen. Und teilweise hast du in Bayern ja auch diese, ich weiß nicht, wie das bundesweit ist, diese Ausgangssperre nachts, die dann halt Ja. auch einfach so im fliegenden Wechsel mehr oder weniger wieder gilt oder eben nicht gilt. Das heißt, theoretisch musst du dich jeden Tag, wenn du abends raus willst, informieren, ob denn jetzt die Inzidenz wieder um 2 Punkte höher ist oder sonst was, um zu wissen, ob du nachts noch raus darfst. Heilige Scheiße. Ja, F an alle, die in Bayern wohnen an dieser Stelle. Ja. Aber. Ja gut, teilweise ist es in anderen Bundesländern ja, die haben ja nachgezogen. Irgendwann kam dann, das war ja das Geile, irgendwann kam dann dieser bundesweite Standard, wo sie gesagt haben, ja, wir machen jetzt einen bundesweiten Standard für die Corona-Maßnahmen, aber andere Bund, aber einzelne Bundesländer dürfen auch mehr machen. Das ist sozusagen nur der Mindeststandard. Boom. Danke an Ja. Söder. Ja, wirklich. Aber der ist Aber, ja also, Franke. wie gesagt, Mega Franke. also, ich würde jetzt allen raten, hier erstmal bis zur Bundestagswahl zu warten, bevor man sich dann halt letztendlich entscheidet. Also, weißt du, wenn diese Impfung halt wirklich nur so wenig bringt, ja, oder im schlimmsten Fall halt nur die Reaktion auf das Virus verschlimmern. Ich glaube halt jetzt mal für den durchschnittlichen Zuschauer hier, dass die Impfung keine große Auswirkung hat auf einen selbst, Ach, ja. natürlich nicht. Ich bin bis jetzt ja auch ohne Corona durchgekommen. Du hattest es und bist durchgekommen und so. Also wenn ihr jung Aber ich und meine nicht mal gesund so, sondern ich seid. meine im Sinne von negativ halt, Ach ne? so, ach so. Also es ist halt nicht so, dass du dann halt explodierst oder sowas. Nee, das ist jetzt nichts. Ich sag ja auch, so lange wie möglich rauszögern die Impfung. Außer man geht jetzt davon aus, dass quasi die Impfung eigentlich dafür da ist, die ja, die Unwilligen sozusagen auszuradieren, ganz klar, weil die Impfung schützt quasi gegen eine andere Krankheit, die die noch im Petto haben. Und alle Ungeimpften sind dann Systemkritiker und werden dann mit dieser neuen Krankheit ausgerottet, ja. Das wäre natürlich auch Das wäre epic. der esoterische Take dazu. Dann Aber würden wie auch alle gesagt. Veganer sterben. Ja, genau, ja, stimmt. Ja, stimmt, das war ja irgendwo geil, diese Corona-Regeln bezüglich, ja, ihr dürft nicht mehr arbeiten gehen, so ungefähr, in gewissen Firmen, wenn ihr, oder gewissen Sektoren, wenn ihr nicht geimpft seid, wurde ja dann in irgendeinem Artikel so geschrieben, ja, das kann sein, dass es für Veganer nicht gilt, weil an der Impfung Tierversuche gemacht wurden, deswegen dürfen Veganer sich nicht impfen lassen. Und deswegen ist es sozusagen die beschützte Glaubensrichtung, Veganer zu sein und kannst dich Ich nicht bin impfen lassen, Veganer. ja. Dabei sind Veganer Ja. ja eigentlich die bravsten NWO-Sklaven schon. So, ja, und wie gesagt, ich hoffe halt, dass sich bis nach der Bundestagswahl ergibt, Bis. was da. Also, ich gehe davon aus, dass das Ergebnis so sein wird, dass die CDU die meisten Prozente haben wird Ach stimmt, das war das und. nächste. Hier hat jemand nach unserer Prognose für die Wahl quasi geschrieben, gefragt. Du hast ja so deine schon geschrieben. Kannst ja gerne nochmal hier in der Folge raushauen. Ja, genau. Also ich denke, dass die Grünen unter 20% bleiben. Ja. Das ist das, was ich mir vorstelle. Das ist auch das, was die ganzen Prognosen sagen. Also es gibt irgendwelche libertarierten Prognosen, die sagen so 24%, aber ohne Spaß. Ja, die Grünen sind irgendwann, die waren natürlich wieder mal zwischenzeitlich richtig stark. Was natürlich auch sein kann, um einfach die. Alter, das ist jetzt richtig 3D-Schach. Die haben die Grünen so stark gepusht in den Medien und damit die CDU und so weiter auf einen grünen Kurs getrimmt, um dann die Grünen nicht gewinnen zu lassen, indem sie jetzt eben wieder auf dem absteigenden Ast sind, wegen den ganzen Skandalen, die die Grünen und so weiter hatten. Nee, ich glaube. Nur um praktisch die Leute wieder zu besänftigen, dass die CDU die Leute sind, die dann grüne Politik machen, weil es fällt denen dann nicht auf. Ja? Nee, das glaube ich nicht. Doch, das ist 4D-Schach der NWO. Also wenn du dir das Wahlprogramm der CDU anschaust, da, also Als die ob das teilen halt zählen so gut würde. wie keine Punkte mit den Grünen. Als ob das So. zählen würde. Ja, als ob das zählen würde. Nee, ist halt so, also das machen die nicht. Aber eine andere Partei, also die Grünen haben wir ja schon längst
schon vor einigen Folgen ja festgestellt, dass ja eigentlich so die quasi die NWO, aber auf deinem Stimmzettel. Quasi kannst du dann einfach direkt wählen. Und diesbezüglich die zweite Partei, die quasi einfach die NWO direkt wählbar ist, ist halt einfach die Volt-Partei. Ja. Über die du unbedingt sprechen wolltest und jetzt die perfekte Überleitung hingekriegt hast, ja? Ja, und jetzt direkt wieder kaputt ist, weil du es erwähnt hast. Ach so, so aber, ich wollte dich ja loben dafür. Aber nochmal abgeschlossen, ich glaube, dass es halt eine CDU-SPD-FDP-Koalition sein wird. Und das ist ja eigentlich gut, weil es ist besser als was kommt. Besser als Grün, könnte. Ja. Das und dass die FDP drin ist, ist natürlich gut. Die FDP gleicht quasi die SPD aus, wahrscheinlich sogar prozentual. Und, ja. Und damit haben wir quasi eine CDU-Regierung, ja. Richtig, endlich und außerdem. Weiter so wie bisher. Die FDP macht ja auch zumindest Druck, dass hier Lockdown und so weiter alles beendet werden soll. Was sehr gut ja, ist. Ja, vor der Wahl. Ja, vor der Wahl. Ja. Also ich meine. Das heißt ja nicht, dass es nach der Wahl auch abmachen, ja. Ja, ich würde eher sagen, bei der CDU ist das so, dass nach der Wahl halt die ganze Scheiße oder kurz vor der Wahl das aufgelöst wird. Eins von beidem. Ja, bei der SPD doch auch nicht. FDP doch genauso. Oder meinst du, die FDP ist so eine grundehrliche Partei, dass es bei denen nicht so ist? Ich glaube, dass wenn Kubicki sagt, ja, wenn jeder halt die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen, dann können wir das auch einfach mal alles entspannen, dass das jetzt halt nicht irgendwie groß gelogen ist. Wenn er da halt in einer Fernsehsendung ist, zusammen mit Lauterbach, und dann halt Wähler, so... Das sind die wichtigen, ja. Das sind die ja, wichtigen, aber dann im Endeffekt sagt Lauterbach, was labern Sie da für einen Beschiss, also für einen Scheiß so in die Richtung, ja. Dann glaube ich halt nicht, dass das gelogen ist. Dann glaube ich halt nicht, dass das nur Kalkül ist oder sowas. So, ich glaube, also ich meine, halt so der, ich glaube einfach, der Inhalt, quasi die Grundlage der FDP setzt eigentlich voraus, dass sie halt auch einfach wirklich gegen den Lockdown und so weiter sind. Ja, das ist ja eine liberale Partei. Dafür werden sie zumindest gepusht auch, ja. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Ja. Eine weitere Sache. Hier sehe ich es gerade im Telegram-Chat. Sachsen erwägt Extraurlaub für geimpfte Staatsdiener. Sachsen prüft nach dem Vorbild Tschechiens die Einführung von Extraurlaub für geimpfte Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Die Idee der tschechischen Regierung ist nicht schlecht. Achso, das ist in Anführungszeichen, ja, ein Zitat, also jetzt. Ist nicht schlecht. Jeder geimpfte Beschäftigte im öffentlichen Dienst bekommt 2 zusätzliche Urlaubstage. Das ist etwas, das wir derzeit auch in Sachsen prüfen, sagte der sächsische Innenminister Roland Wöller. In der Leipziger Volkszeitung, ich finde, wir sollten es probieren, wenn es möglich ist. Alter, was zur Hölle? Die arbeiten doch sowieso schon nichts. Warum sollen sie dann noch 2 extra Tage bekommen? Das ist halt quasi, eigentlich ist Beamter zu sein nur eine Stufe über Niet. Ja. So, aber trotzdem, Volt, ja. NWO 2 auf dem Wahlzettel. Geh einfach mal durch. Die gibt es ja schon ein bisschen länger, die gibt es ja mindestens seit der Europawahl. Und um das kurz zusammenzufassen. Da sind die ja quasi von 0 auf 100 quasi schon gestartet. Auch so richtig dubios, weil es ja nicht so eine wirkliche Graswurzelbewegung in dem Sinne war. Ja. Sondern halt irgendwie so von der NWO bezahlt, ja, von George Soros. Ne, weiß ich gar nicht genau, aber. Ja, es ist auf jeden Fall sehr ominös, wie das halt entstand. So, die stehen halt für Dinge, die halt, also das ist halt wortwörtlich so ein NWO-Programm, was da drin ist. Jetzt so gesagt, kurze Zusammenfassung, was Volt ist für die Leute. Also ich glaube, jeder weiß, dass eigentlich Volt, sondern die pan-europäische Partei. Ja. Also so, die Benedikt-Kaiser-Partei, ja. Ja, so in die Richtung, aber hier, pass auf. Ich lese das hier von einem Post von, weil das hier einfach besser zusammengefasst ist, von Tech-Aktien ab. Das wurde mir geschickt. Ja, bezieht sich natürlich zum großen Teil einfach auf die Wirtschaft, aber das ist einfach einfach auch ein großer Bestandteil der Politik, so gesagt. Also Erhöhung Kapitalertragsteuer auf 35% beziehungsweise 30% bei grünen und nachhaltigen Aktien. Das ist schlecht. EU-weite Finanz. Ist so gut, reiche Leute besteuern. Ja, das ist ja nicht mal reich, das ist halt einfach,
Das macht dem normalen Typen, der halt einfach nur ein bisschen gespart hat und das dann anlegt, einfach auch nochmal richtig, ja, Ärger. So, weißt du, nochmal 10% drauf auf die Steuer. So. EU-weite Finanztransaktionssteuer auf Wertpapiere, Derivate, Höhe nicht genannt. Das ist schlecht. Unternehmenssteuer senken und Soli abschaffen. Das ist gut. Ja, aber das... Immerhin. Also quasi, ja, sie nehmen es den Armen und geben es den Reichen direkt, ne? Ja, so, ja, irgendwie schon, ne? So, Tempolimit von 130 auf Autobahn und 30 innerorts. 30, das ist schlecht. Junge. Ja, also, Entschuldigung. Neulich, Alter, fahrt mal 30 innerorts, Alter, und dann denkt ihr... Also, versucht mal, von A nach B in Berlin zu kommen mit 30. Digga, kannst du zu Fuß gehen. das ist kein Scherz. Nachts in Berlin hat die libertierte Regierung sowieso schon erlassen, dass quasi überall nur 30 ist, ja, und nicht mehr 50. Und das dauert so scheiße lange, bis du überhaupt da auf die Autobahn kannst und dann da deine 80 km/h fahren kannst, weil das ja so, weil das halt alles auch voll geschissen ist und überall zu mit Geschwindigkeitsbegrenzung und so weiter, ja. Also das ist halt so das Unsinnigste, was es gibt. Vor allem mit der Annahme, dass ja Autos immer, also selbst aus so einer grünen Perspektive, immer sauberer werden und immer mehr Fahrassistenz bekommen, ja. Also es gibt halt zunehmend weniger Argumente, dass man das überhaupt macht. Das Einzige, was das bringen soll, ist halt letztendlich einfach nur die deutsche Autoindustrie zu wrecken. Ja, und halt ja. Emissionen, Feinstaub. Aber ich sag mal so, schnelle Autofahren ist halt wirklich der letzte Stand explizit deutscher Werte und Kultur, ja. Das stimmt, ja. Und auch gut Autofahren. Ja, so. das ist ja das Nächste, ja. Die Unfälle waren ja immer nur die Ausländer, ist ja klar. Also teilweise gibt es da wirklich Vergleiche und Statistiken, dass in Deutschland irgendwie weniger Unfälle gebaut werden bei mehr Tempo, also keinem Tempolimit, während im Ausland, im Europäischen, trotz Tempolimit mehr Unfälle gebaut werden oder so. Ja. Das hat ja mehrere Gründe. In Deutschland ist halt, der durchschnittliche Autofahrer in Deutschland hat eben eine sehr gute Fahrausbildung genossen. Ja, also auch wenn sie vielleicht teuer ist im Verhältnis, aber zumindest, jetzt mal so gesagt, hat man, auch wenn man viel dafür bezahlt hat für den Führerschein, kann man ein Auto fahren und du weißt, wie du dich verhalten musst. Ja, und das hat ja jeder Einzelne. Und das sieht man halt auch einfach. So, wie auch immer. Und übrigens auch, da muss ich auch mal ganz kurz sagen, das Straßensystem in Deutschland ist halt gut, denn also wenn ihr schon mal in Frankreich wart in Spanien und dort Auto gefahren seid, dann werdet ihr merken, dort ist nichts einheitlich. Die Straßen, also quasi die Auffahrten, Abfahrten und so weiter, die sind alle unterschiedlich. Natürlich passieren da Unfälle, wenn keiner weiß, was überhaupt geschieht, wenn man dort nicht 30 Jahre gewohnt hat. Das ist kein Scherz. In Deutschland ist ja alles sehr, sehr ähnlich. Und das ist alles quasi, du hast halt diese vorgegebenen Stücke oder Parts, wie auch immer, oder Teile, die du dann halt einfach da einsetzt und dann um bei der Autobahn oder bei einer Straße oder sowas dazu machen. In Dörfern oder sowas ist das vielleicht ein bisschen anders, weil es dann natürlich auch mal enger geht. Aber insgesamt sehr standardisiert und das ist natürlich gut. Man kann auch schneller fahren. So, aber hier. LKW-Maut im gesamten Straßennetz bereits ab 3,5 Tonnen, auch für Reisebusse, gegebenenfalls City-Maut. Das ist schlecht. Ja, heißt halt im Endeffekt wieder, alles wird teurer. Für den Endverbraucher, ja, wohlgemerkt. Ja, das heißt, alles wird teurer, ja. Erstmal das. Das bedeutet eigentlich, also für mich zeigt das eigentlich nur, dass die wollen, dass die Leute sich in die Züge setzen. Aber halt nicht, weil das irgendwie sinnvoller ist, sondern nur, weil es dann weniger teuer ist, ja. Ja, aber das Ding ist ja, was hat er gesagt? LKWs, ja. Nicht mal Busse, nur, auch wenn das auch erwähnt wird, aber LKWs, die halt für den Warenverkehr verantwortlich sind. Ja, naja. Ja, kannst mal sehen, wie die ganze Scheiße stillsteht, wenn die nicht mehr fahren. Also LKW und LKW-Fahrer sind halt extrem wichtig, einfach für die Versorgung unseres Landes auf vielen Ebenen. Für alles, ja, eigentlich, für alles Mögliche. Also, ja. Das ist halt ein gesamtes logistisches Netzwerk, das dahinter steckt. Und wie gesagt, wenn es teurer wird für die Spedition und so weiter, die schenken das dir nicht als Abnehmer.
Okay, Ja. aber Hauptsache, du willst immer überall, wenn du im Internet bestellst, so kostenlosen Versand, ja? Ja, Verwirfst du als. deinen. Nein, da kostet der Versand 5 Euro, jetzt mache ich meine 100 Euro teure Bestellung Ja, nicht. nächster Punkt. Bei Amazon, der einzige Grund, warum dort, warum dort der Versand zum Teil auch einfach kostenlos sein kann, ist nicht, weil das sich rentiert, sondern weil die einfach so scheiß viele Konkurrenz Investoren haben. ausschalten, ja. Ja, nein, weil die einfach so viele Investoren haben, das ist kein Scherz. Die haben so viele Investoren, dass sie das machen können, aber es rentiert sich nicht. Also wenn die nicht immer die finanzielle Spritze bekommen würden, dann würdest du auch immer 5 oder 10 Euro bezahlen pro Ja, Bestellung. also weil sie eben damit die Konkurrenz ausstechen. Ja. Weil es sich halt zwar nicht, noch nicht lohnt, es ist wie Flixbus. Die haben irgendwie die Preise übelst gedrückt, minus gemacht. Und jetzt, wo keine anderen mehr da sind, ziehen sie die Preise an. Aber bei Tatsächlich, ich Amazon kenne regen sich ja. alle immer auf. Weil, ja. Ja, aber der Unterschied ist halt, Flixbus ist halt ein deutsches Unternehmen. Ja, So, weißt du, das ist halt wo halt auch zumindest semantisch ein kostenlose, Unterschied. wo halt auch kostenlose Tickets zu Wir sind mehr Konzerten anbietet, ja. Ja, das ist natürlich beschissen. Ich kenne ja tatsächlich über eine Ecke den Gründer von Flixbus. Und Flixbus selbst, zumindest am Anfang, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt aussieht, besaß ja überhaupt gar keine Busse. Okay. Die besaßen einen alten Bus und der stand im Garten von einem der Gründer, damit die sich quasi als Reise- und Busunternehmen da quasi anmelden können. So wie auch immer. Nicht so weit abschweifen. Hier, Nicht so jetzt weit kommt das der abschweifen. nächste Punkt. Verbot von Einsatz und Verkauf von fossilen Kraftstoffen für alle Fahrzeuge ab 2035 und durch synthetische oder biologische Kraftstoffe ersetzen. Das ist schlecht. Vor Also, das allem ist halt so. synthetisch und wie, was ist denn das für ein Alter, wie dumm und Also, pass behindert und auf, bescheuert es ist denn das gibt bitte? tatsächlich ein deutsches Institut, hat ja mittlerweile einen Kraftstoff entwickelt, der ja überhaupt gar keine Ausstöße hat, ja. Ah ja, das glaube ich irgendwie nicht, aber okay. Nein, das ist tatsächlich so. Die haben das einfach so gemacht, dass da kein Feinstaub oder sowas rauskommt. So, und ist tatsächlich günstiger als Benzin. Ja gut, kein. Was kommt denn da raus, wenn du ein Verbrennungs. Wie soll ich sagen, wenn du einen Verbrenner hast, auch Wasserstoff wäre ein Verbrennungsmotor, würde halt dann Wasser rauskommen, weil die Verbrennung von Wasserstoff eben Wasser dann ergibt Also ich meine und natürlich von Kohlenstoff, nichts Kohlenstoffdioxid Signifikantes, und so so weiter, ja? Also nichts irgendwas muss da Relevantes ja würde das kommen. rauskommen, wenn du es verbrennst. Aber ansonsten verwandelst du halt Energie um irgendwie, wenn sie Ja, dann Masse in Elektrizität ist Energie. oder sonst was. So, aber wie gesagt, ja, ich kenne jetzt natürlich nicht mehr die ganzen Details, kannst du aber googeln, Abgesehen ja. davon, ein großer Teil des Feinstaubs kommt halt auch über Verschleiß von Reifen und Bremsen und so weiter. Ja. Dann machen wir halt Plastikreifen, easy going. So, Alter, nee, aber halt die jetzt. Schnauze. So, aber hier, höher, also das ist halt schlecht, ja. Höhere Kerosinsteuer von 56, 0,45 Cent pro Liter, höhere Umsatzsteuer für Flüge. Das ist schlecht. Endlich. Also das erinnert mich, ich habe mich ja schon mal über Luisa Neubauer in der letzten Folge, glaube ich, aufgeregt. So, ja, wenn ihr euch das nicht leisten könnt, dann liegt es am Staat. Ja, richtig, das stimmt, ja. Ja, in dem Hat sie Fall absolut schon, ja, recht. aber nicht, aber halt anders, als sie es macht. Hier, willst du mal wissen, wie viel Meint. ein Liter Kerosin kostet zu diesem Zeitpunkt? Soll ich sagen? Kannst du machen. 33,8 Cent. Und die wollen da nochmal 56,45 Cent pro Liter draufhauen. Geil. Digga, wie soll das Ja, sollte funktionieren? man machen. Man sollte, ich finde, 150% Steuern sind langfristig realistisch, ja. Ja, auf jeden Fall. So, 70% ab ja, auch 200.000. höhere Umsatzsteuer auf Flüge. Also, was du da halt machst, ist quasi, du hast damit halt die Möglichkeit für so einen random Typ auch mal irgendwie nach Stockholm zu fliegen, einfach komplett unmöglich gemacht. Diese Person, die wird halt nie wieder irgendwo hingehen können, außer mit dem Zug. Ja, So. Reisen ist ja sowieso bald verboten, dachte ich. So, aber es geht Da weiter. ist es immer Höhere noch. Steuern für Alkohol und Nikotinprodukte. Das ist halt auch mal wieder so ein Lipptart-Moment. Jetzt Ja, pass auf. das ist Also, das halt. ist. So. Okay, ja. Ja. Jetzt kommt ein richtiger NWO-Moment. Anhebung Erbschaftssteuer. Ja, die Grünen fordern nun, glaube ich, oder die grüne Jugend zumindest fordert ja 100% Erbschaftssteuer, also. Hier, was soll das? Ja, es ist Das halt einfach nur.
Scheiße, natürlich ist es scheiße. So, nein, du, das gehört jetzt zu mir, das gehört nicht dir, was deine Ahnen erbaut haben. Ja, das ist... You also, build this, halt so I build this. Ja, aber halt wirklich, also nicht nur das, sondern halt vor allem... Was soll ich dazu sagen? Das die Leute ist so, sagen, es ist ungerecht, wenn man irgendwie Reichtum ererbt, aber es ist gerecht, wenn es der Staat bekommt, oder was? Ja, aber pass auf, jetzt mal am besten, ja, am besten sogar noch folgendes. Stell dir vor, du arbeitest dein ganzes Leben lang und du bist erfolgreich in dem, was du tust, weil du hältst dich ran und du machst wirklich etwas. Du hast Kinder, vielleicht einen Sohn, vielleicht zwei Söhne, zwei Töchter, wie auch immer. Letztendlich egal. Und du möchtest natürlich versichern, weil das sind deine Kinder, dass die auch gut durchs Leben kommen und sich keine Gedanken darüber machen müssen, dass die dann vielleicht auf der Straße landen. Ja, schön ist es natürlich, wenn die sich dann auch noch ein bisschen mehr erlauben können und vielleicht dann auch ein Auto oder eine Bahnkarte leisten können, ja. Und dann kommt die Volt-Partei und quasi... Vor allem so, wir machen nicht Züge fahren billiger, wir machen einfach alles andere teurer. Ich glaube, das ist ja sehr schlau. Andererseits, die irgendwelche Leute, Linke und so, fordern ja dann wiederum kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Was natürlich ja, was auch, ja schon wieder besser. Also du kannst sagen, es ist vielleicht teuer, aber das ist halt zumindest produktiver. Das Ding ist halt, kostenlos gibt sowieso nichts, das wissen wir ja. Man könnte es natürlich über andere Töpfe finanzieren, das stimmt vielleicht. Andererseits, wir reden ja bei Zügen und wir reden ja bei Flügen vor allem über den Fernverkehr und nicht über den Nahverkehr. Da sind ja wieder zwei Paar Schuhe. Richtig. Aber gut, soll halt jeder am besten wirklich daheim bleiben. Keiner, das ist halt DDR 2.0, ja. Kein Reisen mehr erlaubt. Hörst deinem Nachbarn zu. Ja, so. Weil du im Pott lebst und es keine Wände mehr gibt. Ja. Er lebt quasi noch in so einer Halle. Du lebst wirklich nur noch so wie in so einer Jugendherberge und du darfst dich noch so entscheiden, ob du das obere Stockwerk nimmst, auf Stockbett nimmst oder das untere, ja. Willkommen in Hongkong. Ja, ohne Scheiße, das ist wirklich so die Zukunft. Aber halt selbst Hongkong ist doch halt viel besser. Ich meine, das ist dann vielleicht teuer, kannst du sagen. Aber da kannst du halt innerhalb eines Tages ein Unternehmen anmelden und dann direkt schon wirtschaften. Hier wirst du halt für den kleinsten Scheiß herangenommen. Ja, wie auch immer. Also ich meine nicht, dass es dort besser ist zu leben, aber zumindest in dieser Hinsicht. Okay, nächste Geschichte, ja. Abschaffung Gewerbesteuer und stattdessen Erhöhung Körperschafts- bzw. Einkommensteuer. Das ist irgendwie... Ja, Steuererhöhung halt. Sehr gut. Ja, also die Gewerbesteuer ist dann weg, aber dafür Körperschafts- und Einkommensteuer höher. Klasse. Das ist ja echt genial. Das hat es ja richtig rausgerissen. Und selbst die Person, die ja dann halt keine Gewerbesteuer zahlt, also was ist dann, da steht ja natürlich jetzt nicht so detailliert, zahlt die dann auch einfach mehr Steuern? Hier, pass auf. Höhere Einkommensteuer ab 100.000 Euro im Jahr, maximal 53%. Weißt du, sind wir ja schon... Und was ist dann bei 200.000? 70%? Nee. Ja. Das wär's ja. Also das ist auch wieder kompletter Retard-Moment. Ich finde, im Optimum sollte man es irgendwie schaffen, innerhalb 10 Jahre die Steuerlast, die höchste, also die höchste Einkommensteuer auf 25% zu senken. So innerhalb von 10 Jahren, meine ich. Das ist zwar ein sportliches Ziel, aber ich denke, es ist möglich. So, wie auch immer. Abschaffung Schuldenbremse vorübergehend. Kann man drüber reden, aber ich meine, bis jetzt geht es ja eigentlich nur darum, dass halt der Staat immer mehr Geld einnimmt, oder? Wie viele Punkte so kommen da eigentlich noch? Da muss eigentlich nur ein Best-of sogar reichen von den scheiß Wahlprogrammen. So. Okay, ich gehe dann mal ein bisschen schneller durch. Grunderwerbsteuer halbieren bei Selbstnutzung. Das könnte ich unterstützen. Grunderwerbsteuer kann man auch einfach abschaffen. Mindestlohn von 13 Euro und Anpassung an Inflation. Das ist ja, ich meine, okay. Aber dann geht der Mindestlohn halt ad infinitum nach oben so. Ja, Mindestlohn ist halt auch so eine Sache. So, ja, warum wollt ihr den scheiß Mindestlohn erhöhen, dass du halt für irgendwie... Das ist so, wie dieses lustige Meme, das ich gesehen habe. Ja, so McDonalds-Burger, die einen McDonalds-Mitarbeiter, die einen, wie sie gucken, wenn sie einen Mindestlohn von 15 Dollar dafür bekommen, dass sie meine Verstellung 5-mal falsch aufgenommen haben und dann irgendwie mir so einen Burger in die Hand drücken, ja.
Ja, wie McDonalds-Mitarbeiter schauen, wenn der Mindestlohn 10 Euro erreicht. So, diese Bestellgeräte. Stonks. Ja, aber das ist es ja. Es gibt ja einen Grund, warum die gegen die Bestellgeräte ersetzt werden, ja. Es gibt einen Grund, warum die mehr Mindestlohn bekommen. Warum, der Mann, ja. Man soll nicht den Mindestlohn steigern, sondern den Wert der Arbeitskraft. Ja, natürlich, nicht aber über so künstliche Maßnahmen. Vor allem das Ding ist, ich meine, so gut wie jeder weiß, das mit einem erhöhten Mindestlohn, also ich finde, den Mindestlohn von 7,50 Euro ist angemessen, ja. Jetzt mal so gesagt. Okay. So, und... Sozialist. Was? Ich bin Sozialist dafür. Sozialist, ja. Ja, genau. Also, das hat halt einfach den Grund, weil, naja, wäre schon gut, dass wenn man Vollzeit arbeitet, auch für Mindestlohn, dass man sich zumindest eine Wohnung und was zum Essen leisten kann. Das ist so, das ist die eine Grundlage, die ich da habe, ja. Mehr ist ja immer natürlich Hartz IV Luxus. Abschaffen und den Mindestlohn praktisch auf Hartz IV-Niveau setzen. Ja, genau. Aber darum geht es quasi so ein bisschen, ja, dass man da, dass das halt zumindest so ist, dass niemand für seine Arbeit hungern oder obdachlos sein muss, ja. Das ist so die Basis. Und hier geht es ja darum, ja, ich will eine PlayStation 5 haben, so in die Richtung, ja. Das ist quasi der neue. Das ist ja die Würde des Menschen ist unantastbar, deswegen muss ich quasi im Luxus leben, ohne arbeiten zu gehen, so ungefähr. Aber das gehört, ich lebe ja gar nicht würdevoll. So. Das ist ja auch der Grund, warum, was immer die Kritik so an diesem Hartz-IV-System und so weiter ist, die Leute, die halt sagen, naja, Hartz IV ist schlecht, sagen die Leute. Und dann denkst du dir so, ja, da haben sie recht. Und dann sagen sie, ja, es ist schlecht, weil es ja viel zu wenig ist und es so menschenunwürdig ist, die Leute mit so wenig quasi Geld leben zu lassen. Und wenn du sagen würdest, naja, aber die machen ja auch nichts dafür, dann heißt's, ja klar, aber ist der Mensch jetzt nur was wert, wenn er wegen seiner Arbeitskraft, oder hat er nicht auch einen inhärenten Wert, weil die Würde des Menschen ist ja unantastbar, so ungefähr. Gott. Und das ist halt wirklich so teilweise die Argumentation. Ich habe das mal gesehen bei so einem Post, wo es irgendwie darum ging auf Instagram, wo irgendwie Gerhard Schröder oder so gesagt hat, Hartz IV war ein Fehler, keine Ahnung. Und dann die Leute geschrieben haben, ja, das ist so scheiße. Und halt deswegen. Nicht weil dadurch dann das Arbeitslosengeld im Endeffekt für arbeitende Leute, die eingezahlt haben, gestrichen wird oder quasi faktisch gesehen, ja. Zumindest wird es sehr stark gekürzt, ja. Und nicht, weil du praktisch ein müheloses, weil es ist ja eigentlich schon ein fast bedingungsloses Grundeinkommen. Klar, du hast so ein paar Bedingungen, aber ja, du weißt, was also, ich meine. Bedingung ist halt zum Bewerbungsgespräch erscheinen und dich irgendwo hinbewerben, wo du halt auch einfach dich wie der letzte Assi verhalten kannst, um dann einfach nicht genommen zu werden, und dann kriegst du dein Geld weiter, so ungefähr. Ich denke, man könnte natürlich auch Folgendes machen, und zwar man löst das gesamte Sozialamt so ein bisschen auf, und so jeder bekommt einfach so 500 Euro im Monat aufs Konto überwiesen. Ja, das wäre halt das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, aber das bedingungslose Grundeinkommen muss halt niedrig sein. Es wäre wahrscheinlich sogar fairer, wenn du halt komplett alle Sozialleistungen streichen würdest und dafür ein BGI einführen würdest, weil dann die Leute, die arbeiten gehen würden, nochmal sich was dazu verdienen könnten. Ja, aber, eben. Ja, also das ist das Punkt. Also so ein BGI oder sowas. Das Problem mit dem Hartz IV ist, dass einige Leute einfach so unterqualifiziert sind, dass sie weniger Geld fürs Arbeiten bekommen würden, als fürs Rumharzen. Das ist halt echt schon abartig, ja. Und es gibt auch Leute, die rechnen dir das dann teilweise so vor, so nach dem Motto, naja gut, aber ich muss ja jetzt erst, klar, wenn du Hartz IV kriegst, so viel musst du erstmal verdienen. 350 Euro übrig haben im Monat, plus Wohnung bezahlt bekommen und so weiter. Du zahlst ja nicht mal die GEZ, sind auch nochmal 18 Euro zusätzlich im Monat oder so, ja. Dann deine Erstausstattung der Wohnung kriegst du, soweit ich weiß, auch bezahlt. So, also, ja, eben. Das und ist quasi der Lifehack. Wenn ihr aus der Schule rauskommt, erstmal Hartz IV beantragen, eure Wohnung und so weiter einrichten lassen und dann fangt ihr erst an zu arbeiten. Genau. Ja, aber trotzdem, wenn man, also rein hypothetisch, wenn man Mindestlohn bekommt, ja, wie viel sind das jetzt zu dem Zeitpunkt? Fast 10 Euro. Ja, also sagen wir mal ganz rund, ist natürlich ein kleinen Ticken weniger, ein paar Cent weniger, aber 10 Euro, sagen wir mal. Vielleicht
macht man natürlich irgendwie noch eine Überstunde und kriegt das dann so unterm Tisch quasi mit. So, wenn man 40 Stunden in der Woche arbeitet, was historisch gesehen ja noch nicht mal eine volle Arbeitswoche ist, ne? Das ist ja relativ lasch. Ja. Ich sage jetzt nicht im Vergleich heute, sondern im Vergleich zur Vergangenheit. Ja, das ist ja das Nächste. Das habe ich ja, glaube ich, auch in der letzten Folge sogar angesprochen eben. 40 Stunden sind schon, ja, sind für deutschen heutigen Standard schon okay und so weiter. Klar, man könnte von mir aus auch die Wochen kürzer machen, wenn es so wäre, ja, weil Automatisierung oder was auch immer und viele Leute, die halt irgendwelche Schrottarbeiten machen können und keine Ahnung, ja. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber wie du es schon sagst, historisch gesehen, haben die Leute schon ein bisschen mehr gehasselt teilweise. So, also, machen wir mal Folgendes. Und zwar, du, also 40 Stunden in der Woche, du kriegst ungefähr 10 pro Stunde zu diesem Zeitpunkt. Hat sich auch schon drastisch erhöht. Ja, brutto eigentlich, oder? Ja, ja, ich rede hier von brutto noch. Ja, dann... Gut, wenn du so gering verdienst, hast du sowieso wenig steuerliche Abzüge. Ja, aber das ist ja das Nächste. Dann... Du bist gerade stumm geschalten. können ups, ja gerne mal 4,3 Wochen im Monat, ja. Dann hast du 1720 Euro im Monat. Ja? Ja. Absolut 1720. So. Ja, jetzt kommt sie. Also, schauen wir doch mal. 1720 Euro im Monat. Das ist ja, du hast den ganz normalen, du bist Steuerklasse 1. Sagen wir mal, so, und du, wo lebt man denn zum Beispiel? Sagt man Bundesland? Hessen. Hessen, sagen wir Hessen. Du hast keine Kinder, sagt man Alter? 25. Krankenversicherung, gesetzlich, genau, das bleibt alles gleich. Berechnen. So. Überbleiben netto 1268 Euro. 1200. Was? 1200 bleiben doch von wie viel? 1268 von 1720. Ach, und, so, ich von 1000. Und ich habe keine Freibeträge oder sowas reingegeben, ja? Das heißt, es ist strikt. So. Ja? Du zahlst 105 Euro Steuern. 159 Euro Rentenversicherung, ja, 20,64 Euro Arbeitslosenversicherung, 135 Euro Krankenversicherung, 30,53 Euro Pflegeversicherung. Damit bezahlst du 346 Euro Sozialabgaben. Ja, und so summiert sich das quasi, also ein bisschen weniger, also eher so du dingst hier quasi ein bisschen weniger als 500 Euro Steuern im Allgemeinen. Also Steuern und Sozialabgaben im Monat. Das, ja. Ja, und ja, okay. Also denken wir doch mal, für sowas, das ist natürlich wenig, ja. Aber wenn ich jetzt, denken wir uns halt mal, wir wohnen irgendwie in Kassel oder sowas. Ist ja eine Stadt in Hessen. Sehr hartz-vierig. Findest du? Keine Ahnung, teilweise schon, ja. So, guck mal. Schauen wir mal, was wir realistisch ist das ja irgendwie sowas bis 700 Euro Warmmiete zu bedingsen. Aber guck mal, ich habe hier direkt was gefunden. Am besten mit Einbauküche. Zack. So. Gemütliche Zweizimmer, also ZKB, mit Balkon und Einbauküche und saniertes Bad in beliebter Lage von Kirchen-Dittmold. So. Und tatsächlich, das liegt in Kassel. Warmmiete von 690 Euro. Gut. Bleiben dir quasi 600 und das Euro ist, übrig. Und das ist natürlich hast du schon jetzt mehr schon. Mehr als den Hartz-IV-Regelsatz. Ja, richtig. Du musst ja natürlich noch Möbel und so weiter holen. Wir können auch mal einfach nach der niedrigsten Warmmiete schauen. Andererseits quasi für 600 Euro, beziehungsweise für wenn der Hartz-IV-Regelsatz knappe 400, sage ich jetzt immer mal, so, dann
ja, 350 oder so sind, für quasi nochmal 350 on top, ist halt die Frage, ob du dann halt aufstehst jeden Morgen, ob du dann halt aufstehen willst. Ja, also guck mal, wenn jeder halt 400 oder sowas Euro bekommt, ja. Der durchschnittliche Deutsche sagen, macht das ja auch, aber ja. Und wir sagen, Leute, die jetzt quasi wirklich arbeitslos sind und zum Beispiel ihre Miete nicht bezahlen können, denen wird irgendwie ein Viertel oder ein halbes Jahr die Miete bezahlt vom Staat, einfach damit die nicht einfach sofort rausgeworfen werden in die Richtung, ja. Damit sie noch die Möglichkeit haben, sich einen Job zu suchen, meinst du? Genau, genau. Aber danach quasi, und das muss natürlich dann auch gebaut werden, können dann ja auch zum Beispiel Sozialwohnanlagen. Ja, dafür gibt es ja idealerweise Arbeitslosengeld im Sinne von Arbeitslosenversicherung, die es ja tatsächlich auch gibt. Richtig, ja. Aber es gibt natürlich auch Leute, die es noch gar nicht geschafft haben, ja, zu arbeiten. Und ist natürlich gut, wenn man ein System baut, ja, klar, was natürlich, wo Leute nicht durch die Ritze kommen. Weil halt das Hartz-IV-System dieses Arbeitslosengeldsystem schon so fickt von vornherein. Ja. Ja, aber ich will mal ganz kurz. Aber an sich hast du schon recht, gell? Ich will nur mal ganz kurz dir hier, das können jetzt natürlich die Zuschauer nur schwierig sehen, aber das hier ist der Wohnplan von dieser 690 Euro. Das ist warm. Ja? Ja. Kalt sind das 530. Das ist der Plan hier, ja? 690 Euro, ja, schaut, so wie ich das jetzt sehe, relativ. Du hast Wohnzimmer, Küche, dann hast du noch irgendwie einen Zwischenraum, ja? Dann Schlafzimmer, Bad, WC und hier steht jetzt Windfang, ja? Achso, das ist der Eingangsraum praktisch. Also das ist quasi Windfang und Diele steht hier. So eine Art Gang, ja, und Balkon hast du noch, also schaut eigentlich ganz gut aus, ja. Schaut ganz gut aus, ne? Ist auch eigentlich ganz gut geschnitten. So. Ja, stimmt, kann man nichts sagen. Also, da natürlich rechnerisch, schauen wir doch mal ganz kurz. Das Einzige ist, Bad und WC sind getrennt auf eine seltsame Art und Weise. Und ich sehe nein, du hast ein Bad und ein WC oder sowas, ja. Wo also, ist die Tür zum WC, frage ich mich nur gerade. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ich würde sagen, im Windfang. Ja, die ist ja nicht eingezeichnet. Ja, aber ich meine, das ist halt das kleinste Problem. Guck mal, du hast ein Bad und ein Gäste-WC, ja? Nee, du hast ein Bad und dann hast du noch ein WC. Und im Bad ist kein WC. Ja, muss man jetzt nicht zu eng sehen. Ja, es ist halt ist nicht so schlimm, aber es ist jetzt noch ein bisschen aufgefallen, ein bisschen seltsam, aber. So, wie auch immer. Ich poste das jetzt in Telegram. Ich poste es auf unserem neuen, coolen Discord-Server in die Memewerkstatt. Damit alle Leute, die jetzt dieses Bild interessiert, nachschauen können. Ich habe es gepostet am 6.8. ja, um 20.53 Uhr. Ja, okay. Aber jetzt mal so gesagt, überbleiben ein, wenn man diese Wohnung nimmt. Und das ist natürlich jetzt schon größer. Man kann auch einfach nur eine Einzimmerwohnung nehmen. Ja, oder wenn es ganz hart ist, natürlich in eine WG einziehen oder sowas, ja. So. Was ist jetzt der Punkt, dein Sozialsystem, das du jetzt ausgearbeitet hast? Nö, also ich möchte das nur kurz hier mit dir durchrechnen. Also, wenn man das hier bezahlt und in den warmen Kosten sind natürlich auch schon Warmwasser, Strom, Heizung und so weiter alles drin, ja. Und das sind dann hast du noch ungefähr 580 Euro über. Ja. So. 580 Euro. Davon, wie viel gibt denn so eine Person im Schnitt für Essen im Monat aus? 580 Euro. Nein, keine Ahnung, wenn du überlegst, die Woche, vielleicht im Monat 200 Euro von einer Einzelperson, dann bist du schon relativ teuer unterwegs. Je nachdem natürlich auch, wie du drauf achtest. Ich kenne Leute, die halt richtig oft essen gehen und sich Essen holen irgendwo, anstatt selber zu kochen. Da kommst du natürlich teurer, aber ich glaube, 200 Euro bist du gut versorgt. So. Obwohl, andere 50 Euro in der Woche, dann wärst du bei weniger als 10 Euro am Tag. Ja, es geht theoretisch schon, je nachdem, was für Portionsgrößen und so weiter du kaufst und frisst. Aber naja. So, also ich würde sagen, 200 Euro ist sehr realistisch, ja. So, 200. Da hast du noch 378 Euro über, ja. Wie viel gibt man im Monat so für Kleidung oder sowas aus? Ich gar nichts. Nicht monatlich zumindest.
Aber ich meine jetzt mal so, also wir rechnen jetzt Also ja quasi für pauschal, Jahr aus. keine Ahnung, kannst du ja pauschal auch nochmal 50 Euro rechnen. Ja, 50 € und da sind dann natürlich noch andere Geschichten drin. So, dann haben wir noch 328 €. So, So, das heißt, wir dann, können uns ich quasi weiß, nach zwei dass. Monaten auch noch eine PlayStation kaufen. So, ja, und in einem Monatsticket zum Beispiel für einen Zug, würde ich sagen, kostet vielleicht so, wie viel kostet so ein Monatsticket? Zu 50 viel Euro höchstens, ne? auf jeden Fall. Wobei es gibt So, jetzt ich gibt's würde. nicht mittlerweile dieses 365-Euro-Ticket für ein Jahr oder so. Das heißt, also das wird man sich dann ja wahrscheinlich holen. Dann wird man ja quasi so 30 € bezahlen. Also machen wir 30. Da hast du noch ungefähr 300 € über. Und davon kannst du dir ja sämtliche Sachen kaufen, ob es dann halt Zigaretten sind oder ein Fernseher oder Möbel oder sonst noch was. Ne? So, eigentlich ganz gut. Jetzt mal so gesagt. Ja. 300 € ist mehr, als ich im Monat über habe. Ja, klar, weil du zu viel isst und glücksspielsüchtig bist. Nee, ich meine selbst vor all dem. Ach so. Ja. Aber von daher funktioniert das eigentlich. Also, natürlich nicht alle leben in Kassel. Ja, es funktioniert, natürlich funktioniert das. Also wir haben, glaube ich, mit einem extrem hohen, oder was heißt extrem hohen nicht, vielleicht, da könnte alles besser sein und so weiter, aber nach unten ist es schon so gelockt quasi. Nach unten ist es begrenzt an Lebensstandard, den du quasi haben kannst, sagen wir es mal so. Ja. Natürlich So, kannst du aber. auch stark abrutschen und so weiter, aber selbst dann kannst du über Obdachlosenunterkünfte und so, selbst dann könntest du dich auch wieder selber und mit Hilfe von anderen und mit Hilfe vom Staat wieder aufraffen. Das stimmt, ja. So, lass uns aber hier noch ganz schnell das Volt-Ding durchhasseln. Okay. Ja, mach Abschaffung das ja. der Steuerklassen und ersetzen durch Anwendung von Steuerklammern. Ja, geht bestimmt, ja. Damit das nicht so stufenmäßig ist. Könnte man machen. Legalisierung von Cannabis für Freizeitgebrauch ab dem Alter von 21 Jahren, aber ein Werbeverbot. Weil das ist die Legalisierung durch die Hintertür. Ja, Das ein Wer heißt. also quasi Werbeverbot, also wie bei Spielen, die indiziert sind, ja. Ja, das heißt, das ist Gangweed. Aber Ja, also wieder Pilz, Hans ja. kann sich nicht darüber aufregen, weil es keine Werbung dafür gibt. Good So. news, folks. Ja, das ist schon irgendwie schlecht. Ja, das ist, ja. 40% Frauenquote für große und börsennotierte Unternehmen und 50% in öffentlichen Unternehmen. Das ist schlecht. Brauche ich nicht mal zu Ja, kommentieren. natürlich. Ab Wobei 2030. ich noch mal kurz einen Take zu der Drogenpolitik und so weiter. Ich meine, natürlich ist Graslegalisierung schlecht, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber man kann ja theoretisch die Grasargumente einfach anwenden und damit für Steroide argumentieren. Ja, das stimmt auch, 1 zu ja. 1. Gibt's ja auch dieses geile Buch, was ich mal gesehen habe, irgendwie Legal Muscle oder Illegal Muscle oder so, Steroids Ja. in Amerika. Und dann ist da so der unterdrückte Lüfter vor Gericht, ja. Aber witzigerweise wird er ja dann so, glaube ich, so ähnlich argumentiert, so nach dem Motto, der Schwarzmarkt sorgt dafür, dass die Qualität schlechter ist und so und keine Ja, Ahnung, das kann man halt bei allem sagen, so Waffen. So, ja. aber okay, hier. Ab 2023 sollen nur noch Industrieanlagen installiert werden, die klimaneutral mit Energie versorgt werden können. Ach so, ja, okay, weißt du, so Stalin baut die Industrie in Deutschland ab. So, Part 2, so in die Richtung, Ja, ja. Junge. Vorgezogene Recyclinggebühr beim Kauf von Elektrogeräten. Nein. Also quasi so ein Pfand quasi. Vor allem, Ja, ja, weißt Recycling, Junge, das ist so. du, ich weiß ja Klar, nicht, wir wie es euch bezahlen jetzt auch noch geht. die. Wir bezahlen, damit zahlst du halt einfach doppelte Müllgebühren. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich werfe nicht meine Elektrogeräte nach so 3 Monaten oder sowas weg. Also, ich auch nicht, ja. Ich habe die hier Jahre. Außer wenn sie halt kaputt gehen. Und das ist ja dann auch wieder sozusagen. Gut, wobei Und das passiert selbst auch dann, wirklich pass auf. selten. Das muss man wirklich sagen. Das passiert wirklich selten eigentlich. Ja. So Stichwort geplanter Verschleiß und so habe ich eigentlich eher weniger ein Problem mit. Ja, tatsächlich. Also, ich hatte jetzt, keine Ahnung, Fernseher, den ich hier, selbst die alten Röhren und so weiter, aber so den ich jetzt 10 Jahre zum Beispiel hatte und der jetzt aber auch immer noch verwendet wird, ja. Ja, natürlich. Neulich Wie gesagt. hab ich mit einem, ich hoffe mal Zuhörer hier geschrieben.
Grüße an der Stelle, der so meinte, oh Gott, du brauchst unbedingt einen neuen PC, weil er mich so gefragt hat, was denn so meine alte Hardware und so weiter. Aber gut, ich habe den zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr genutzt, aber dann halt irgendwie so, ja, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und was weiß ich. Ja, Retro. Ja, aber trotzdem, ich meine, wenn ich meine Elektrogeräte weggebe, dann werde ich die halt entweder verkaufen oder auf dem Wertstoffhof dort in die entsprechende Tonne kloppen. Das ist ja eben das Ding. Wie gesagt, du bezahlst doch schon Müllgebühren. Verstehe diese Frechheit eigentlich gar nicht. Ja, das ist halt das. Also es ist ja sowieso schon verboten, einfach Elektrogeräte also wegzuwerfen. Ja, es ist auch viel umständlicher und risikoreicher, anstatt halt sich seinen Hintern einfach einmal zum Wertstoffhof zu bewegen und dort die Sachen dort wegzutun, ja. Und das macht man halt alle paar Jahre so in die Richtung, ja. Nee, so. Ist ja echt, ja. Weitergehend. Ja, okay. Kein Kohlestrom ab 2030 und hoher CO2-Preis ab 2025. Ja, das ist schlecht und jeder weiß es. Investitionsverbot. Ja, das ist halt so, wir machen alles teurer, was halt irgendwie so in Richtung Sachen geht, die wir schlecht finden, um dann die eben damit zu verhindern. Ja. Investitionsverbot für Banken und Pensionsfonds in fossile Brennstoffe. Also, ja, okay. Nein, das ist auch behindert. Das ist nur, um das quasi da komplett unmöglich zu machen. Staatlicher Altersvorsorgefonds wie in Norwegen und Ausweitung vermögenswirksamer Leistung. Das ist in Ordnung. Ja. Also, dass es einen Altersvorsorgefonds gibt, da habe ich ja kein Problem mit. Ja, gut, das ist halt Rentenversicherung im Endeffekt. Ja, aber natürlich eine Rentenversicherung, die halt mit der Wirtschaft wächst. Ja. So. Wahlalter ab 16 Jahren für Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie ab 14 Jahren für Kommunalwahlen. Ja, das ist schlecht. Und jeder weiß es. Natürlich. Also, weißt du, du bist 16, du hast in den meisten Fällen noch nicht mal einen Schulabschluss. Ja, noch nicht mal eine abgeschlossene Ausbildung. Ist halt einfach schlecht. Die Leute argumentieren das so und sagen, ja, es ist doch wichtig, dass die jungen Leute über ihre Zukunft entscheiden. So. Dafür sind sie ja, aber richtig, einfach nicht verantwortungsbewusst genug. Die können ja mit 16, die können ja nicht mal in dem Rahmen, in dem sie jetzt haben, meistens für ihre Zukunft entsprechend sorgen, weil sie halt sagen, nee, ich lerne lieber nicht für die Schule, sondern irgendwie, weiß ich nicht, was ich stattdessen mache. Ja? Also zum Beispiel bei mir, ich hätte wahrscheinlich mit 16 keine großen Fehler beim Wählen gemacht. Ja, ja gut, das ist ja. Aber ich bin jetzt auch nicht der. Ja, eben, wir juckeln ja hier alle mit einem 190er IQ rum. Aber der Punkt ist, also, weißt du, selbst bei mir auf dem Gymnasium, was ein wirklich gutes Gymnasium war, weißt du, hattest, das war ein öffentliches Gymnasium, muss ich jetzt noch nicht anmerken, da hattest du Leute, die sind dann rausgegangen, so, vor die Schule, und haben sich dann vom Deutschunterricht dann den Johnny reingezogen. Und das sind dann die Leute, die wählen. Die wählen dann halt Graslegalisierpartei. Ja, aber was diese Leute, weißt du, man sagt so, ja, wir brauchen so die Rhetorik-Unterrichtsmodule in der Schule und sowas und wir müssen über Steuern Bescheid wissen. Aber dann sagen die Schüler, die ja nach denen ja überhaupt gar keine Ahnung von Steuern und so weiter haben, sollen dann darüber entscheiden. Ja, Genius. Also ist halt schlecht, ja. Okay, es geht weiter. Höhere Grundsicherung, in Klammern bedingungsloses Grundeinkommen als bisherige Sozialleistung. Ja, kommt halt, also es ist halt sehr individuell, ob das gut oder schlecht gemacht wird. Neben dem bestehenden öffentlichen Rundfunk soll ein weiterer europäischer Rundfunk eingeführt werden, dessen Finanzierung noch erforscht werden soll. Also halt, du hast dann halt so den Sock-Fernsehsender, so in die Richtung, ja. Ja, endlich dann, Rundfunkgebühren, ja. Da kommen halt dann wirklich so die Mikrowellenstrahlen aus dem Fernseher raus, wenn du den einschaltest. 1984. Ja, halt wirklich. Also, so, die Partei gendert die deutsche Sprache und verwendet das Gender-Sternchen 379 Mal im Wahlprogramm. Also, auch gaskrank. Die Wörter Aktie, Aktien, Aktionär, Anleger, Börse, Krypto, Bitcoin kommen auf 174 Seiten nicht ein einziges Mal vor. Also es ist ja hier, wie gesagt, von der Instagram-Seite Tech-Aktien, ja. Für die ist das natürlich dann relevant. Aber das zeigt halt auch nur mal, dass,
dass er natürlich auch ein signifikanter Teil einfach oder ein signifikantes Interesse von Leuten in Deutschland einfach nicht adressiert wird. So. Wahlprogramm, also das nächste. Man möchte insgesamt die politische Macht der EU stärken und die der Einzelstaaten wie Deutschland schwächen. Das Programm mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Verboten erinnert mich, also jetzt sagt der Typ, erinnert mich persönlich sehr stark an das der Grünen. Also hier von wegen politische Macht der EU stärken und Deutschland schwächen. So weißt du, wer ist so dumm und gaskrank? Wer macht sowas? Das ist so, ja, irgend so ein Tscheche hat kann genauso gut wie du entscheiden, was in deinem Bundesland oder in deiner Gegend abgeht. Genial, ja. So. Ja. Also, was ist das Fazit? Keine Wahlempfehlung, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Ja. Ach so. Ja. Und wenn ihr jemanden mit Volt-Sticker im Autofenster sieht, Achtung, das ist ein Scherz. Dann solltet ihr seine Heckscheibe. Danke auf jeden Fall dafür. Ja. gut, jetzt habe ich noch mal ganz kurz einen Blick auf die Themen, über die wir noch sprechen sollten. Ja, nachdem jetzt schon die Leute wissen, was sie nicht wählen sollen. Ja, Katzen oder Hunde, die finale Diskussion. Also keine Diskussion, sondern einfach nur die Wahrheit. Ja, Hunde sind natürlich besser als Katzen. Ja. Muss man nicht diskutieren. Ja, ich bin halt hin und her gerissen. Ich finde beide gut, aber wenn man kann, ist wahrscheinlich ein Hund besser. Also rein objektiv muss man halt sagen, dass Hunde überlegene sind, ja. Hunde brauchen mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr Pflege, würde ich behaupten. Okay, gut. Aber die sind halt auch einfach halt so, interaktiver. Das ist, halt auch ja. Das ist halt auch so die degenerierte Sichtweise, sich so ein Haustier so zur Belustigung oder so zu holen, dann, wenn du quasi gerade Lust hast, ein Haustier zu haben. Und selbst dann ist wahrscheinlich die Katze nicht da, weil die gerade irgendwo unterwegs ist, aber holt euch halt kein Haustier, wenn ihr nicht die Kapazitäten irgendwie dafür habt. Ja. Weil du jetzt sagst, ja, Hunde brauchen mehr Aufmerksamkeit und so. Wie gesagt, das ist halt das Problem, dass eben die Leute das, glaube ich, so ein bisschen falsch verstehen, was eigentlich so ein Haustier ausmacht irgendwo ein Stück weit, weil es halt klar, es kommt halt auch vom Nutztier weg, immer mehr weg, zur Richtung eben, ja, Spielzeug. Ist bei Katzen sicherlich auch so, dass die halt auf irgendwelchen Höfen und so früher vielleicht mal ein bisschen sinnvoller waren, wenn die irgendwelche Mäuse oder so gejagt haben, was Hunde natürlich auch können, wenn man sie entsprechend trainiert, wahrscheinlich sogar besser. Aber wie gesagt, Hunde als Nutztiere, das ist halt, davon geht's ja auch weg. Das brauchst halt keinen Schäferhund mehr, die wenigsten haben irgendwie einen, ja, einen blinden Hund oder sonst was, ja. Ja, gut. Ganz klar. Dann hat jetzt auch noch einer geschrieben, Geschichten von der IFS-Veranstaltung, falls da jemand war von euch. Also ich habe das Video auf YouTube gesehen. Ach, da gibt's ein Video. Ja, gab es irgendwie, keine Ahnung, es war jetzt auch nicht Besonderes, da war so Erik Lehnert oder wie er heißt, der so erzählt, dass sie da hier eingeladen haben und es gab Freibier und mehr habe ich mir jetzt auch nicht merken können, ja, und dass es viele Freunde des hätte man vielleicht gibt. Doch noch kommen sollen, ja, Freibier. Genau. IFS bedeutet ja auch Institut für Straßenverkehrssicherheit, ja. Oder sowas in der Richtung. IFS bedeutet I'm fucking sus. Aber ich habe ja Schnellruderverbot bekanntlich. Ist das so? Nee, keine Ahnung. Okay. Ja, ich habe unironisch neulich einen Flyer gesehen oder so. Ich habe den natürlich nicht mitgenommen. Von einem IFS und da stand halt wirklich so Institut für Straßenverkehrssicherheit, irgend sowas in der Richtung, ja. Also das fand ich sehr gut. Aber findet man auf Google gerade gar nichts. Keine Ahnung, also existiert das vielleicht auch nicht. Eine Sache hat noch einer vorgeschlagen, das hat er natürlich auch wieder nur ironisch vorgeschlagen, so wie alles, was er schreibt, ja. Die White Boy Summer Liste von Roman Möseneder, hast du die gesehen zufällig? Ja. Ja, was sagst du dazu? Wurde ja auf Twitter, wie ich gesehen habe, teilweise so ein bisschen kritisiert, wo ich mir gedacht habe, hey, ja, was ist daran jetzt so schlimm? Da stehen doch eigentlich nur relativ gute Sachen drauf. Ja, es ist nicht schlimm, aber das ist halt, man muss halt nicht immer alles so kooptieren, um letztendlich so sein
Gym-Workout irgendwie da, seinen Gym-Lifestyle dann da irgendwie zu promoten. Ja, prinzipiell gilt ja das halt mehr oder weniger immer. Ja, so von das wegen, war so ein bisschen Common-Sense-Sachen schon so im rechten Lager, das stimmt. Aber ich meine, ich weiß nicht, was er für Leute erreicht, aber wenn es halt gecounter-signalt wird, dann kann es schon sein, dass da Leute vielleicht irgendwie nicht so geil drauf sind, muss man auch mal fairerweise sagen. So, wie auch immer. Insgesamt ist das so, dass also soweit ich weiß, die Elite meint, dass in erster Linie White by Summer sich darum dreht, dass man offenes Hemd trägt und die Wampe raushängen lässt. Das ist ja auch bei mir zumindest der Fall. Wobei Hemden trage ich schon gar nicht mehr. Ich bin Oberkörper. Ja, also halt, ja, oder halt so, ja. So. Wichtig ist die Wampe. So, aber, ja, die ist ganzjährig. So, aber ich mache den Cut immer im Winter. Im Winter laufe ich dann immer shredded rum, ja, und im Sommer fett. So wie ich. So, aber was ich sagen würde, ja, ich cutte nur im Winter meines Lebens. So, aber was ich sagen wollte ist, ich cutte im Winter, weil da quasi das wärmespendende Fett gut wäre, ja. Und da im Sommer laufe ich dann immer oberkörperfrei mit meiner fetten Wampe rum, einfach um dann also, die Frauen anzuwidern, jede mögliche Situation, ja. Du bist so Masochist, ja. Du baust jetzt so deine eigene Körpersauna auf und dann willst du im Winter frieren. Ja, genau, das auch, ja. Das soll ja das so, Test aber, wiederum steigern. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde, das ist halt, also soweit ich weiß, vor allem dieses Image von, ich finde den Namen natürlich irgendwie ein bisschen doof, ehrlich gesagt, aber White by Summer, wie auch immer, ist ja eigentlich, dass das man halt einfach sich mit, dass man sich halt einfach mit seinen Freunden, dass man sich mit seinen Freunden trifft und Spaß hat. Das ist halt auch irgendwie so die Essenz davon. Und dass man halt währenddessen weiß und männlich ist. Alter, das ist der letzte Sommer vor dem College. Ja. Alter, das ist das letzte Mal, dass wir einlochen können, bevor wir ins College fahren. Officer B. Ich muss dir was erzählen, Johnny. Ich werde nicht zum Ball kommen. Wie, du kommst nicht? Das ist das letzte Mal. Danach sind wir alle komplett voneinander getrennt und werden uns nie wieder sehen. Okay. So episch. Ja. Das stimmt allerdings so. Ein weiteres Thema, ja, was hier noch gepostet wurde, über was wir sprechen sollen. Kein Knast für Kindervergewaltiger. Nachsicht bei mehrfachem Sexualmissbrauch von Minderjährigen hart bei Corona-Verstößen. Richtiger Heiko. Das soll ich schon so vorlesen. Richtiger Heiko, dieser Heiko. Richter Heiko Kriewald, der einen vorbestraften afghanischen Sexualstraftäter wieder nur zur Bewährung verurteilt, ist nicht so nachsichtig, wenn es um Corona-Mindestabstand geht. Im Verfahren gegen einen 22-Jährigen vor Gericht im Verfahren gegen einen 22-Jährigen, der vor Gericht stand, nur weil er ein Smalltalk, mit zwei anderen geführt hat, lesen wir von Richter Kriewald. Sie standen 3-4 Minuten lang zu dritt beisammen. Das ist ein Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen, warf er, Richter Kriewald, dem 22-Jährigen vor. Richter Kriewald ist nebenbei auch noch Gemeindevorsteher, bla bla bla. Also das war irgendwie von Ifran Petschi. Mandic hat das natürlich geklaut, wie er es mal in vielen Posts macht, und das sollten wir irgendwie thematisieren, ja. Also die Hierarchie der Täter sozusagen. Tja. Ja, das ist ganz sehr verquer. Also kein neues Thema. Leider ist das natürlich immer konstant, ja. Und das tut dann natürlich entsprechendermaßen auch weh, weil es halt gefühlt immer und konstant ist. Das ist halt, ja, ja. Das ist da gibt es ja keine Diskussion drüber, aber das ist ja sowieso bekannt. Das hat man ja öfters, dass du wirklich so diese Empörungsdinger hast. Okay, hier Kinderschänder, sonst wie Vergewaltiger, schlechte Person kriegt eine lasche Strafe. Witzigerweise diese Münsteraner-Typen da, die da diese Gartenlaube hatten mit ihren ekelhaften Zeug, haben ja, glaube ich, sogar immerhin 10 Jahre bekommen, was ja fürs deutsche Justizsystem doch relativ viel ist. Stimmt wohl, ja. Ja, gut. Ja, was kann soll man noch dazu sagen? Ja, ich würde dazu sagen, dass wir damit das Gespräch auch mal beenden können.
weil wir jetzt eine 3-Stunden-Folge aufgenommen haben. Ich würde sagen, da stimme ich dir zu. Das Ding ist natürlich, je länger die Folgen werden, desto länger dauert es auch, bis sie rauskommen. Ja? Aber gut, die eine Folge, wir nehmen ja jetzt quasi die zweite Folge auf, während die andere noch nicht mal draußen ist. Ja? Nur mal zu zeigen, wie hier die Dynamik funktioniert. Wie hier die Dynamik funktioniert, ja. Ja, ja. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt.